Hallo und herzlich willkommen hier auf dem zweiten Channel von 99 Damage. Wir haben heute für euch IEM Cologne, FaZe Clan versus Complexity Gaming. Mein Name ist MadSets und an meiner Seite King Finny. Moin Moin. Danke MadSets für das schöne Intro. Freut mich riesig, wir beide natürlich das erste Mal bei einem größeren Turnier dabei wie IEM Cologne. Aber du hast gerade ihn schon gut zusammengefasst. Das Spiel, was wir heute, wo wir euch heute begleiten werden, dieses Best of Three FaZe Clan gegen Complexity. Beide Teams haben natürlich heute nicht zum ersten Mal gespielt. FaZe Clan in der ersten Best of Three heute haben gegen EVG, oder im Best of One war das, haben gegen EVG Geniuses gewonnen. 16-12, Complexity gegen Vici Gaming auch 16-10. Beide Maps waren auf Mirage. Aber jetzt spielen die beiden Teams natürlich gegeneinander. Das Ganze ist ein Best of Three. Der Gewinner von diesem Spiel, von diesem Best of Three, kommt automatisch in die Hauptstage rein, während der Verlierer noch runtergehen muss in das Lower Bracket, um sich da den Platz in der Gruppenphase erkämpfen zu können. Aber ich würde uns einmal ganz kurz über die Lineups einfach gehen. Wenn jo. Du mich lässt, Metzels, würde ich sagen, FaZe Clan. Machen wir mal durch. Hauen wir einfach mal richtig in die Olga rein. Kerrigan, Olafmeister, Rain, Twist und Brokey ist das Lineup für FaZe. Bei Complexity mit JKS, Rush, Config, Poison und BlameF. Jo, und du hast gerade schon die Map-Situation angesprochen, dass beide heute schon Mirage gespielt haben. Mirage ist interessanterweise der Decider geworden. Aber sie haben sich dann für ihre Picks bei anderen Maps entschieden, für andere Maps entschieden. Wir sind nämlich im Best of Three. Wir gehen als erstes auf den Pick von FaZe Clan, das ist das 2. Und danach kommt der Pick von Complexity Gaming. Das ist einmal Nuke und wie gesagt, der Decider Mirage. Beide Teams haben sich dafür entschieden, auf der Map des Gegners auf CT anzufangen. Also Complexity fängt auf CT auf das 2 an. FaZe Clan fängt auf CT auf Nuke an. Und dann auf der letzten Map gibt es vorher natürlich noch eine Knife Round, um die Seitenwahl zu bestimmen, da das halt eben eine Random Map war. Ja, und wir sind jetzt schon fast so weit, dass wir gleich hier aufs Game gehen können. Ich glaube, wir können sogar jetzt aufs Game gehen. Wir können aufs Game gehen. Die Piste-Runde hat angefangen. Das 2 ist der Map-Pick von FaZe. Nuke ist der Map-Pick von Complexity. Und du hast gerade eben ja schon zusammengefasst. Mirage ist dann die letzte Map, die dann noch übrig geblieben ist. Hast du irgendwelche Predictions vielleicht, während wir hier schon direkt in die Piste-Runde reingehen? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel zu erwarten. FaZe hat jetzt auch nicht viel das 2 gespielt im neuen Liner, aber sie bewegen sich erstmal Richtung W, machen auch ziemlich viel Aufbau. Complexity steht aber gerade mit 3 Mann. Mhm. Also die könnten da was erwarten, weil die pushen da jetzt vor und da stehen Rain und Kerrigan, die das Ganze abfangen könnten. Aber sie holen sich erstmal direkt Rain. Bisher ist das Ganze ein 1-für-1-Klick, aber Kerrigan fällt jetzt auch. Brokey kommt aber rüber und holt die letzten beiden. Also 3-für-2 in favor of FaZe. Mal gucken, ob sie jetzt weiter auf dem B-Spot raufgehen. Aber da steht natürlich auch noch BlameF. Jetzt haben sie ihn gespottet, den Puls connecten noch nicht. Da ist man noch mit dem Vantage, müssen noch einen Spot auf BlameF. Findet er die Headshots? Bisher immer noch keinen gefunden. Jetzt hat Brokey ihn da geholt. Durch geht schon viel, aber Config ist mittlerweile zur Stelle 1 gegen 2. Plant wird nur angefaked. Config wird jetzt noch von Brokey geholt. Er holt sich da das 4K und damit das 1-0 für FaZe. Jo, ich glaube übrigens, ich habe gerade festgestellt, dass du ein kleines Stückchen behind bist. Echt? Oh. Also gehen wir auf 2.0, gib mal ein bisschen Gas. Ja, ja. Mach mal. Kriegen wir hin. Ja. Ja, was man natürlich erwähnen muss, jetzt gerade, wir sind ein bisschen ins Game reingeschmissen worden, dass es jetzt wirklich so schnell auf den Punkt losgeht. Damit hatte ich kurz nicht gerechnet, muss ich ehrlich sein. Sind jetzt aber schon drin. Es ist wieder LAN, das ist natürlich das Geile. Ich glaube, darauf haben wir sehr, sehr lange gewartet. Und Config jetzt hier ganz schön frech unterwegs. Ja, Config pusht da rein, aber der Rest von FaZe ist schon drauf. JKS haben sie jetzt auf dem Spot überlaufen. Spot ist komplett gefallen. Kerrigan lurkt dann noch, holt sich jetzt Rush up, der da von Short kommen wollte. Findet noch den zweiten Break da in der Runde. Config gemacht von hinten, hat einen holen können, wurde dann aber trotzdem gestorben. Nur noch Poison am Leben. Bombe wird geplantet. Läuft jetzt hier im Kerrigan rein. Scout findet nicht den Head. Kerrigan holt sich dann den letzten Kill ab und FaZe mit dem ersten oder mit 2-0 hier starten sie dieses Best of Three gegen Complexity. Bin ich immer noch behind? Jetzt bist du der Head. Das gibt's. Okay, 19, du, wir timen das 18, jetzt. 17, 16, ach, so weit. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Okay, jetzt. 6. Ja, du hattest wieder Insights hier. Unglaublich. Die Predictions waren gerade enorm stark. Also King Fini merkt schon, das ist ein FaZe Level 10er durch und durch. Ich bin FaZe Level 11er, du. Ja. Für FaZe Level 11, und falls ihr irgendwelche Lotto-Wünsche habt, ne, immer anfragen. Ich hab mir gerne aus, was ihr gerade so, Predictions jetzt hoffen wir mal, dass alles mal hier im Tempo bleibt. Und Config hier auch schon ganz frech vorgepusht. Holt sich auch direkt meinen ersten Flag auf Kerrigan. Sollte jetzt die Jungs da von FaZe auf lang ein bisschen wachsam machen, dass sie mal ihren Rücken checken. Ich habe noch Brokey vor B stehen, so als Lurk. B ist sogar komplett frei. B ist komplett frei. Wir sehen noch die Rotation von Complexity auf den A-Spot drauf.
Aber Rain tappt jetzt erstmal Poison weg. Das ist eine Deagle-Runde von Seiten von Complexity. Oh. Rain holt sich jetzt auch den zweiten Kill ab. Spot und noch JKS, Olaf Meister ist auch noch einen Spot drauf gepusht. Nur noch Rush, der am Leben ist in der Smoke, findet bisher noch nicht den Ding. Wird dann auch noch von Rain abgeholt, der sich ein 4K auch in dieser Runde sichern kann. Also schon zwei 4Ks in drei Runden und Face mit einem sehr soliden Opening hier. Ja, ich glaube, das ist der Start, den man sich wünscht. Sie haben nach der Pistol-Round auch weiter den Druck machen können, so auch die beiden Folgerunden gewinnen können. Complexity natürlich jetzt mit dem ersten richtigen Buy. Poison jetzt auch mit seiner Orb. Gegen Brokey, der auch eine hat. Pelican wird sich wahrscheinlich hier noch eine AK zulegen oder da liegt irgendwo eine. Ich glaube nicht, dass er mit einer. Nee, er nimmt nur eine MAC-10, okay. Also da wird ein bisschen Geld gespart. Da hat wahrscheinlich jemand noch so den Bonus gedroppt von gerade, würde ich jetzt mal schätzen. Brokey geht hier früh rein, aber findet keinen Frag. Und Complexity kann Alang erstmal in die Kontrolle bringen. Aber wir sehen hier schon Face in der Mitte schon viel, viel Raum eingenommen. Ja, dafür hat aber BlameF eine kleine Pediküre da verpasst. Runter auf 16 AP geschossen in den C. Wir bauen sich auch langsam vor A auf. Brokey aber immer noch in der Mitte mit der AWP. Wir haben ja was Typisches so von den CT-Teams, dass sie halt Mitte so ein bisschen offen lassen und dann lieber Richtung Side spielen, weil die Mitte halt dann auch eben schwer zu contesten ist. Rush ist uns sehr weit vorne schon Richtung Banane, also viel Kontrolle hast du da auf jeden Fall der Seite von CT. Aber FaZe sieht ja so an, als würden sie das Ganze anfaken Richtung A und dann versuchen Mitte durchzubrechen. Obwohl Rain immer noch auf Short steht, entscheiden sie sich dann doch eher Richtung A. BlameF auf den Spot, der ist aber sehr, sehr low. Sonst haben wir noch Poison, der Richtung K steht mit seiner AWP. Ist wichtig, dass er die Kills finden kann. Kommt jetzt sogar hier noch von hinten, ist nicht gespottet worden. Poison misst den ersten Shot, BlameF ist aber zur Stelle. Poison findet jetzt doch noch einen weiteren. Jetzt kommt Config einfach von hinten, sprayt den ersten runter, kann er auch noch den zweiten finden. Nein, Brokey kann ihn stoppen. Trotzdem, Brokey in einer 1 gegen 3 Situation. Ist natürlich alles noch klatschbar, aber sehr, sehr schwierig. Oh, er hat den Arbeitsspieler gespottet, JKS. So noch einen Jumpshot zu treffen, aber sobald er danach im Plant aufstehen muss, holt sich Poison da den Shot durch die Smoke, oder nicht die Smoke, durch die Box ab. Und damit holt sich auch Complexity die erste Runde in diesem Best of Three. Bist du sprachlos? Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, wie gut das funktioniert hat. Es war ein guter, war auf jeden Fall ein guter Backstop. Ich meine, die haben den dann wirklich von drei Seiten auseinandergenommen. BlameF selbst, wenn er so low war, hat gut Damage anrichten können. Hat er eine pinke Maus? Ja, natürlich. Er ist fancy hätten. Man muss ja auch schick unterwegs sein, das ist immer entscheidend. Schickes Equipment macht viel aus, das ist wie halt mit den Skins. Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn du mir sagst, mit einer pinken Maus triffst du besser, wie wenn du mit einer AK einen besseren Skin drauf hast, würde ich dir hundertprozentig abkaufen. Ja, steht jetzt aber 3-1, wir haben ja auf jeden Fall hier eine kleine Pause. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob das ein technischer oder ein technical ist. Ich schau mal, ob ich das in Erfahrung bringen kann. Ja, sonst Face immer noch mit 3-1. Es ist eine technische Pause. Es ist eine technische Pause. Okay, aber sonst lass doch erstmal über die ersten vier Runden hier reden. Face hat natürlich die Piste geholt, zweite Runde. Haben sie dann auch überlaufen, dritte Runde war dann klar. Haben dann wirklich nur gegen eine Deagle-Runde gespielt. Jetzt gerade, die erste Waffenrunde, konnte sich Complexity holen. Aber Face natürlich dadurch, dass sie die ersten drei Runden überlaufen haben, haben auf jeden Fall jetzt noch Geld. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Brokey kriegt da ja sogar fast noch den Plant. Das hätte natürlich noch mal ein bisschen mehr in die Kassen gespült. Aber sie werden auch so noch zurechtkommen. Sonst hat er natürlich nicht mehr so viel Chance, sage ich mal, da in dem Matchup im 1v3. Nur noch half live an der Stelle. Deswegen war das eigentlich schon gegessen. Und es ist mal wieder schön jetzt einfach hier, du siehst die Kamera und du siehst da einfach alle zusammensitzen. Das ist ein geiles Gefühl. Noch schöner wäre natürlich, wenn wir auch da sein könnten, aber das ist natürlich noch ein kleiner Traum, den wir noch nicht erfüllen können jetzt gerade. Aber ja, irgendwann wird es schon soweit sein. Ja, genau. Ja, du hast komplett recht. Das ist das erste große Event nach Corona. Das ist das erste große Event, wo du wirklich, das erste große LAN-Event, und dann ist es auch noch IEM Cologne. Ja. Ach, das ist ein schönes Feeling. Ich meine, das ist auch das erste Mal, wie gesagt, dass wir beide das hier zusammen übernehmen, du. Und dann haben wir auch noch so ein schönes Match und hoffen natürlich, dass das Ding hier gleich weitergeht. Ja, ich hoffe, sie lassen nicht allzu viel Zeit. Also ich glaube, ich stand da irgendwas von 4 Minuten oder so. Na, dann können wir mal nachgucken. Ich denke so 2-3 Minuten müssen wir uns noch gedulden. Back on the feed. Ja, alles klar. 4 Minuten ungefähr. Das war aber 3. Das heißt, wir sollten hier in der nächsten Minute gleich reinstarten. Dann mache ich aber nochmal so eine super riskante Frage für dich. Ich hoffe, dass du bist bereit für dir sehr, sehr, sehr viel Flak zu kassieren. Wir können natürlich jetzt gerade noch nicht so unglaublich viel über das Game hier philosophieren. Pizza mit Ananas oder ohne? Boah, ich weiß nicht, ob ich die Frage einfach schon zu oft gehört habe, ob du mir schon mal gestellt hast, aber
Ich muss an der Stelle halt zugeben, dass ich es noch nie gegessen habe. Deswegen möchte ich da auch gar keine Meinung zugeben, bin ich ehrlich. Wie sieht es bei dir aus? Ohne Ananas. Ich finde, Ananas wächst nicht auf einer Pizza, also soll sie doch nicht draufgelegt werden. Also es gibt auch Gründe, warum ich es nicht gegessen habe, weil ich es mir einfach auch jetzt nicht irgendwie super geil vorstelle, muss ich zugeben. Okay, ja, dann bist du ja gut ausgewichen. Hast du gut die Bullet gedodged. Hast auf jeden Fall bei Matrix konntest du dich gut anwärmen. Ja, ich... lassen. Wie sieht's denn, drehen wir das Ganze mal weiter, wie sieht's denn aus zwischen Döner und Pizza, wenn du dich entscheiden müsstest? Boah, Döner und Pizza? Ja. Muss ich ehrlich sagen, einfach auch wegen der Verfügbarkeit, würde ich da den Döner bevorzugen. Weil... Gute Antwort. Weil eine Pizza, also kannst du dir halt in dem Sinne auch irgendwie zu Hause machen, ne? Das wird beim Döner halt schon etwas komplizierter. Ja. Hast du keine so eine Fleischfolge? Also, du kannst dir halt eine Pizza machen, die halt übelst gut ist und vergleichbar mit einer Restaurantpizza, wenn du halt wirklich Bock hast. Aber du kannst dir nicht so einen richtig guten Döner machen. Also du kannst dir zwar dieses Fleisch und sowas tiefgekühlt kaufen, das habe ich schon mal alles gesehen, aber das ist ja nicht ein Döner. Das hat ja nichts mit dem Döner zu tun. Ja, das stimmt. Also, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Pizza ist viel möglich. Kannst du dir einfacher selbst machen oder einfach mal kaufen und dann selbst machen. Döner ist halt... Musst du dir holen, aber ist an sich geiler. So, aber ja. Ich kriege ja gerade noch eine kleine Info. Das Game ist anscheinend gecrashed. Deshalb haben wir hier die kleine Timeout. Oder haben wir mittlerweile schon eine längere Timeout. Ja. Das sieht so aus, als würde ihr auch ein bisschen weiter fortschreiten, ne? Ja, ist ärgerlich, aber... Ja, das ist besonders auch ärgerlich, würde ich fast sagen, von Complexity. Weil die ersten drei Runden gingen dann ja doch einfach an Face. Complexity holt sich die erste Weapon-Runde. Und dann kann das natürlich sein, dass du dich so ein bisschen in den Lauf reinspielst, weißt du? Und dann bist du, okay, hast du die erste Weapon-Runde gewonnen, du fühlst dich langsam ein bisschen aufgewärmt, und dann kriegst du direkt so eine längere Pause reingedrückt. Das fühlt sich in dem Moment natürlich aber, fühlt sich für beide Seiten natürlich. Ja, es ist für keinen weil, wirklich cool. Also nee, ja. Ja. Du bist warm, du bist heiß, du weißt, es ist ein High-Impact-Game. Wenn du das gewinnst, dann geht es direkt weiter in die Gruppenphase, geht es direkt weiter in das Main-Event. Wenn du das Best of Three verlierst, musst du dich erstmal durchs Lower Bracket wirklich durcharbeiten. Also es hat wirklich einen sehr großen Impact, dieses Game, sage ich mal jetzt. Und du willst natürlich direkt hier gut reinstarten und da hast du eine längere Pause. Aber längere Pause no more, das Game geht weiter. Das Game geht weiter, wir sind wieder drin. FaZe, jetzt nachdem sie die erste Gunrun hier verloren haben, wieder quasi auf der Suche, die Runde hier wieder für sich zu entscheiden. Es war eine gute Antwort von Complexity und genau das, was man natürlich dann auch braucht, nachdem man eben Pistol Round und Folgerunden verliert. Wir sehen jetzt erstmal, dass FaZe sich hier schon Richtung B aufbaut, aber Complexity mit zwei Leuten hier gar nicht schlecht aufgestellt. Einziges Problem könnte Rain hier in der Mitte sein, aber Blame F vielleicht jetzt genau rechtzeitig da. Ja, mal sehen, wer den da zuerst spottet. Rain guckt ja eben immer noch hoch Richtung Window, aber Poison aimt das Ganze immer noch ab. Die haben natürlich sehr, sehr viel Raum schon eingenommen. Wir sehen Complexity, Long schon durchgepusht, Rush steht da schon. Rain, jetzt war geholt von Config. Jetzt kommt wirklich der Go hier auf den B-Spot raus. Smash, JKS holt sich da zwei Kills durch die Smoke-Headshots. Und damit ist der komplette Go hier von FaZe direkt gestoppt worden. Nur noch Brokkie und Twist am Leben. Smoke faded jetzt. Wir müssen jetzt halt wirklich ein, zwei schnelle Kills finden. Ah. Flash kommt rein, wunderschön da gespielt. Twist, man holt sich sogar noch ein Teamkill, da abschießt der Brok hier in den Rücken, aber am Ende holt sich Config da den letzten Kill ab und Complexity kommt auf eine Runde ran. Ja, hat schöne Flash da, erwischt sie so gut, dass Twist den Teammate abräumt und zwar noch einen Folgekick kriegt, aber insgesamt doch ein sehr guter Ausgang hier für Complexity. Kommen wieder näher ran, finden zwei Runden oder quasi die ersten richtigen Gunruns und zwingen dadurch jetzt auch FaZe in eine Eco. Und auf die Anfrage, kauft ihr doch der Gerät fürs Wohnzimmer. Ist natürlich an und für sich eine gute Idee, aber ich glaube, das wäre mir dann auch ein bisschen viel Aufwand. Und so oft esse ich dann auch keinen Döner, dass sich das, glaube ich, lohnt. Ich würde jetzt gerade irgendwas mit Sacre Bleu anfangen, also sowas wie Sacrilé. Ist nicht so viel Döner, das ist für mich ja direkt erstmal, weiß ich nicht, das ist Rufmord gegen Döner. Oder du begehst gerade eigenen Rufmord, weil Döner ist halt live, aber... Ja, ich liebe Döner, aber das ist dann auch speziell, wenn man das dann halt nur ein, zweimal die Woche vielleicht macht. Wobei, das ist eigentlich schon viel, oder? Ja, mach dir mal selbst Döner, ist okay. Okay, warte, aber hier zurück zum Game, du hast gerade eben schon gecallt, FaZe, jetzt gerade auf eine Eco. Wäre natürlich schön, wenn sie einen Plan kriegen, aber die Nate von Blame kann total viel Damage machen. Trifft aber nicht ganz, der sprayt runter, kriegt den ersten, kriegt es auf den zweiten, den dritten kriegt er nicht weggesprayt, aber Poison ist da noch zur Stelle. Holt sich jetzt auch noch den zweiten mit der A-Wab. Nur noch Urlaubmeister. Und Poison holt sich da jetzt auch noch ganz gemütlich von Long aus den dritten ab. Und Complexity stoppen hier FaZe Clans Push in der Eco-Runde. Dead in the Tracks. Ja, ich meine, das ist der erwartete Outcome hier gewesen in der Runde. Beide Teams hatten schon definitiv einen klaren Unterschied. Hier sehen wir nochmal den Collateral von Poison. Sehr, sehr schick.
Auch wenn man auf dem ersten Blick gar nicht erkennt, wie das noch Collateral geworden ist, aber dann haben sie sich wohl gerade so an der Ecke noch zusammengeschoben. Einer mit dem rechten Arm, einer mit dem linken Arm, und Poison kann das Ganze dann abholen. Die sind Händchen halten da über Short rübergelaufen, haben gehofft, dass sie irgendwie durchkommen, um die Bombe zu brennen. Hat nicht gereicht. Ja, Brookie jetzt. Mal sehen, ob er Rush da findet. Smoke kommt raus, wenn er das timet, hat direkt geschossen, haben den ersten Tick später gepickt, also Long keine Kills gefunden. Aber eine Sache, die mir direkt auffällt, Komplexe, die versucht mal sehr viel Long-Kontrolle einzunehmen. Auch schnell, ja. So häufig Rush hier direkt vor Double Doors hin. Von den Long Doors hin. Ja, sie spielen dafür auf jeden Fall aggressiver, als das andere Teams machen. Die lassen das ja auch gerne auch mal offen. Aber bisher macht es sich auch bezahlt, und dadurch können sie dann halt auch mal, dass sie halt eben auch hier machen, diese starke Aufstellung auf B durchführen, dass sie dort zwei Leute haben, dann den einen Spieler in der Mitte, der aber auch mehr Richtung B orientiert ist. Es ist halt dadurch dann quasi völlig freigestellt. Wir sehen jetzt, dass Poison wieder so ein bisschen zurückrotieren muss Richtung Short, um natürlich das auch noch zu halten. Aber FaZe kann halt in der Zeit gar nicht so weit vorgekommen sein, dass sie jetzt zum Beispiel schon auf der Side sein könnten. Also Complexity hier wirklich mit sehr, sehr viel und guter Map-Control, dass sie halt dann auch eben in diese günstigen Positionen auf B bringt. Ja, Poison steht natürlich da immer noch unten beim Card. Du hast gerade gesagt, der aimt gerade Short ab, und der ist bisher sehr, sehr treffsicher gewesen mit seiner AWP. Eben gerade auch noch den Collateral da getroffen. Aber FaZe will das Ganze angehen, und das wäre natürlich auf jeden Fall eine sehr gute Weakness, die FaZe Clan in diesem Moment ausnutzen kann, einfach weil das wirklich nur von einem Spieler in Anführungszeichen gehalten wird. Mhm. Müssen natürlich aber immer aufpassen auf Rush, der wirklich sehr, sehr tief lang vorgepusht ist. Er ist wie weit vorgepusht. Hat aber jetzt da keine Chance. Sie kommen Short durch. Es liegt an Poison. Ja, Poison findet den ersten, droppt aber direkt erstmal zurück, kriegt er noch den zweiten, er kriegt auch noch Kerrigan. Schöner fliegt er von seiner Seite aus. Spot in den dritten, connected aber nicht ganz. Jetzt holt er sich Olaf Meister doch mal leicht durch die Smoke durch. Wunderschön von ihm gespielt. Und damit ist der Spot komplett gehalten. An Poison kommst du einfach nicht vorbei. Nee, das ist eine absolute Wand da aktuell. Also schon wirklich einige gute Frags hier von ihm. Steht jetzt auch schon bei 11. Also nach 7 Runden ist das auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Bringt damit jetzt sein Team auch in Führung? Ja, mal Carsten Stahl auf dem Dartboard. Also, ich weiß nicht, ob Carsten Stahl mit einer AWP umgehen könnte, aber. What? Keine Ahnung, Mann. Kam mir gerade im Sinn. Carsten Stahl, weil er eine Stahl ist. Und vielleicht auch die Person, aber ist egal. Ja. Complexity. Ganz klar. In diesem Matchup heute. Gehen erstmal in Führung hier, 4-3. Und bauen sich natürlich auch langsam eine riesen Bank mit dem Ganzen auf. Gerade eben haben sie nicht einen Spieler verloren. Wen sucht mit der Deagle die Headshots? Sie spielen das ganz cool, und wie jede Runde schon. Rush einfach long durch, damit sammelst du so viel Info, damit gibst du deinen Spieler auf A so viel Zeit, weil, oder auch so viel Raum, weil du weißt, von long wird erstmal nichts kommen. Du würdest lange, lange bevor von lang irgendwas kommen könnte, einen Call von Rush bekommen. Das heißt, du kannst da so aggressiv spielen. Auf den A-Spot. Rush findet jetzt aber erstmal Kerrigan. Es hat sich in dieser Runde auch eine Scout gekauft. Guter Headshot von Twist. Poison geht, will direkt rein. Die flasht sich an, holt sich den Kill auf Brookie. Soll ich aufpassen? Twist, der ist treffsicher hier mit seiner Scout. Hätte ich jetzt Poison noch an. Olaf Meister zieht rum mit seiner Deagle, kann sich den nächsten Kill securen. 3 gegen 2 ist noch machbar, wenn sie die Waffen hier einsammeln können. Olaf Meister somehow kommt da noch irgendwie in die Sicherheit der Wand zurück. Vicky ist schon auf der Backstep-Position hier. Ja, Config aimt das Ganze da unten ab. Ja, läuft ein Config rein, erwartet nicht, dass Config da so off-engel stehen könnte. Tis spottet ihn da, kriegt aber nicht rechtzeitig den Trigger gepult, um den Head da zu finden. Config mit dem 2K in der Runde, und Complexity holt sich das 5-3. Ja, sie holen sich das 5-3. Und vor allen Dingen merkt man es jetzt auch so, Facebook so ein bisschen, sag mal, ohne Antworten. Sie wissen nicht so ganz, was sie hier machen sollen oder wie sie diese Defensive von Complexity wirklich durchbrechen sollen. Ja, bisher haben sie dagegen noch kein Mittel gefunden, aber ich glaube, das war auch die erste Runde, wo sie gemerkt haben, dass Rush long vorgepusht stand. Vorher haben sie das nie mitbekommen, und jetzt nehmen sie erstmal direkt long ein. Damit kann Rush natürlich da nicht mehr stehen. Dadurch machst du den A-Spot auf jeden Fall anfälliger, weil du nicht mehr so aggressiv oder nicht mehr die Position halten kannst, die Poison davor hatte, weil du sonst immer von long geholt werden kannst. Oder eine größere Gefahr gesteht, dass du von long geholt werden kannst. Und der Molly. Ja, ist ein bisschen abgeditscht. Ich kann jetzt auch mal sagen, ich bin wieder full focused jetzt. Ich habe hier noch ein paar technische Difficulties gehabt, die sind jetzt aber fixed. Ich glaube, du hast hier gerade so How to make a Döner. Ich habe mir gerade online schon mal meinen eigenen Döner, der Gerät, bestellt. Nein. Poison, das ist frech. Sneak davor.
Abruki hat Rush auf dem Schirm. Poison ist aber trotzdem so weit vorgepusht. Bin mir nicht sicher, ob sie ihn da jetzt auch noch im Schirm haben. Molly kommt raus. Versucht sich zurückzuziehen, aber Rain zieht rum, bevor die Smoke da am Poppen ist. Holt sich da den Kill auf Poison. Damit ist der R-Spot jetzt erstmal gefallen. Shorts sind sie mittlerweile auch schon durch. Und das sollte jetzt eigentlich schon fast hier die Safe-Runde einläuten. JKS läuft da trotzdem mal mit Kerrigan rein. Config versucht auch mal sein Bestes, aber Olaf Meister holt ihn noch von der Seite ab. Nur noch Lane einfach Leben. Und Face mit einer sehr wichtigen Runde, um hier nicht wirklich, naja, den Zug zu verlieren, sag ich jetzt mal, weißt du? Ja, sehr wichtige Runde, einfach mal wieder um reinzukommen, auch mal eine Gunround zu gewinnen, zu merken, dass du sie in den Gunround schlagen kannst. Und wir haben es halt gesehen, also diese starke Langplay quasi von Complexity, wenn FaZe es halt schafft, Rush da zu kriegen und das Ganze dann zu öffnen, dann haben sie da schon Chancen reinzukommen und dann löst sich halt auch diese ganze Struktur, die Complexity da aufbaut, relativ schnell auf. Ja, dann, wie gesagt, du machst Long Pressure, dann kannst du auch Short durchgehen. Ich meine, du hast natürlich beide Spiele dafür nichts bekommen. Also wirklich halt für den feuchten Händedruck hast du beide Spiele auf Long abfangen können. Ja. Und das ist natürlich ein Wave World hier für Face to Go. Und das ist, glaube ich, auch einfach die Realization, die sie hatten, indem sie in der Pistolrunde Rush da entgegengelaufen sind, dass okay, wir müssen versuchen, Long einzunehmen, einfach um den nicht so diesen Stabilisierungsfaktor auf Long zu geben. Ja, ich möchte noch kurz auf eine Frage vom Chat eingehen, von Olympus. Ist schon ein bisschen her, ich hoffe, die Person ist noch da. Wieso macht man dort 4 Minuten Delay? Also was sind die Gründe? Ich würde es dir gerne direkt geantworten. Das hat sogar jetzt gerade jemand im Chat geantwortet. Vielleicht ist das besser als meine Antwort. Ich kann dir halt nur sagen, dass wir dafür nicht zuständig sind. Also wir sind so live, wie es geht. Aber die ESL hat eben diesen Delay eingelegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie noch irgendwelche Hintergründe gibt, aber so ganz genau. Kerrigan, sehr aggressiv, pusht direkt hier Long durch. Config hat währenddessen Olafmeister geholt, aber Kerrigan wartet immer noch in der Smoke. Jetzt pusht er raus, spottet auch direkt Poison und währenddessen haben sie da jetzt auch noch Rush geholt. Aber Blamef hinten immer noch im Pit drin. Bisher ist das Ganze ein 2-für-2-Trade, aber sie wissen natürlich, wo Blamef steht. Ja, und sie baiten ihn da schön rum, haben sich ja auch noch die Killen sichern können. Aber Config zieht nochmal Long rein. Bringt das Ganze auf ein 2v2 runter. Aber das favert natürlich Face. Auch und Weifel, auch und Weifel. Ja, aber JKS pusht Mitte hoch. Wird aber jetzt was geholt von Twist. Config gleich das Ganze schon wieder aus. 3K schon für ihn. 1 gegen 1 Situation. Aber er kommt jetzt mit der Pistole rum. Twist kann sich da den letzten Kill sichern. Und damit zieht Face hier 5-5 gleich. Ja, also sie haben sich wieder rechtzeitig hier gefunden, wieder rechtzeitig zurückgemeldet. Haben jetzt 2 Runden in Folge gewonnen. Gleichen wieder aus. Blame F. Macht den Frag, Config sehen wir auch nochmal. Aber ich denke, wir sehen jetzt nochmal das Play von Twist, der hier die 2 entscheidenden Frags in der Mitte dann holt. AK Superior to Orb? Fragezeichen. Na gut, er kam da ja mit der Pistole raus, ne? Ja, okay, fair. Wir sehen jetzt allerdings auch von Complexity hier nur ein Half-Buy. Sie haben sich so ein bisschen stellenweise runtergekauft. Config wird hier sofort schon abgeräumt. Eine Scout dabei, noch Deagles dabei, aber Face mit einem klaren Vorteil und auch schon mit einem Mann-Vorteil jetzt, sage ich, dass sie eben diesen ersten Frag in der Mitte holen konnten. Bin mir nicht sicher, ob der so geplant war. Außer ich troll jetzt gerade rein. Vielleicht kannst du mir da weitere Infos geben. Währenddessen hat sich Rainer jetzt aber nochmal Poison abgeholt. Boarded Rush immer noch auf Short, holt sich da jetzt auch noch den letzten Kill ab. Vielleicht kannst du mir Info geben. Vielleicht ist es ja so. Bates? Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Vielleicht ist es einfach, du kennst deinen Teammate und weißt, dass der so aggressive Tendency hast und damit willst du ihn halt stoppen. Ah, okay. Du machst also den Grundschullehrer für deine eigenen Teammates, ja. Oder wie? Wenn das Call schon nicht, weißt du, du callst so, okay Leute, jetzt nicht aggressiv gehen, wir halten und du hast dann immer diesen einen Typen, der dann trotzdem nicht hält, sondern irgendwo pusht. Ja. Und den, vielleicht ist das so bei FaZe auch, dass sie sich da gegenseitig dann mit Molly stoppen, anstatt das zu callen. Nein, ich glaube, das war einfach ein kleiner Fehler. Also so Ding Ding, willkommen bei Kerrigan's Anger Management Gruppe. Lesson 1, gehen sie nicht short. Ja, wie man halt so seine Jungs kontrolliert. Jeder hat da seine eigenen Methoden. Was wir jetzt wieder haben, ist eine Gunround. Ist eine Gunround hier für Complexity auch. Die bleiben sich erstmal treu, obwohl sie jetzt hier ein paar miteinander verloren haben. Und Face wird aggressive. Oh, Kerrigan pusht jetzt halt raus, aber Config im Full-Flash-Modus holt sich da trotzdem noch Kerrigan ab. Damit ist natürlich jetzt erstmal der Push Richtung A gestoppt. Aber Rush hat sich von Long aus zurückgezogen. Das heißt, die Long-Kontrolle hast du da jetzt erstmal nicht. Zwingt natürlich Blame ein bisschen weniger passiver zu spielen auf dem Asp oder Poison, währenddessen aus der Mitte hat sich da die Bombe abholen können. Währenddessen ist sie gepickt worden von Rain, zieht im falschen Moment rum. Rain kann den Killer jetzt auch noch securen, ist aber low gedroppt auf 11 HP. Aber Config pusht unten schon durch. Aber Broki hat das auf dem Schirm. Hat das auf dem Schirm, holt sich deinen Kill ganz gemütlich ab. 3 gegen 3. Drei komplexe die Spieler stehen noch Richtung A. Während JKS der dritte vor B lungert.
Face hat noch ein bisschen Utility. Also noch drei Mollys, eine Flash, eine Nade. Sie hoffen, glaube ich, gerade so ein bisschen, dass Complexity ihnen vielleicht irgendwas gibt, irgendwo ein Push kommt. Aber es sieht nicht so aus, als ob Complexity es vor. Die halten hier einfach sauber ihre Angles und warten das Ganze ab. Und trotz alledem jetzt Face mit der Entscheidung, hier auf Short reinzugehen. Jetzt haben sie Blame auf jeden Fall gespottet. Rush versucht jetzt rein, Nade reinzuflashen. Molly kommt raus, aber während das Blame durch die Nade schon gefallen, Rush kriegt den Kill nicht secure auf Twists. Twists gewinnt das Ganze am Ende. Damit geht die Bombe jetzt auch down. Es ist nur noch JKS am Leben und der wird saven gehen. Ja, und da siehst du aber auch mal, dass, sag ich mal, auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht das falsche Play ist, erstmal natürlich abzuwarten auf CT's Side. Aber du siehst, es wird hier bestraft. FaZe spielt es mit dieser geringen Utility, die du vorhin noch angesprochen hast, ziemlich sauber aus. Holt mit einer Nade den ersten Kill, kann dann auch den Fight gewinnen und somit das Ganze in eine 3 gegen 1 Situation bringen. Und dadurch, dass Complexity halt einfach gewartet hat, haben sie sich quasi in dieses Verderben selbst so ein bisschen reingebracht. Also klar, wenn sie ihre Fights gewinnen, machen sie am Ende alles richtig, aber sie haben sie halt verloren und dadurch dann auch die Runde verloren. Ja, und damit kommt FaZe langsam hier wieder, oder ziehen langsam wieder weg, 7-5, nachdem die Bombe da jetzt hochgeht. Plus jetzt drehen wir den... Okay, Rain ist noch an der Bombe gestorben. Ich wollte gerade sagen, jetzt drehen wir das Ganze natürlich nochmal um, denn eben gerade meinte ich, als Complexity auf so eine kleine Reeling-Stick gegangen ist, dass Complexity hier so ein bisschen Geld aufbauen kann. Aber jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Config, Full Flash, hat natürlich, bevor die Flash gepoppt ist, den Gegner dann noch gespottet, um sich den da abzuholen. Poison in der Mitte hat fast dann noch die Runde für Complexity holen können mit der gefallenen Bombe. Aber am Ende schön in den A-Spot hier eingenommen. Mit der Nade haben sie Blame F geholt und Twist einen weiteren Kill der Aufrush. Damit ist der Spot gefallen. Damit hat Base die 12. Runde, insgesamt 7. Runde für sich selbst sichern können. Ja, bei dem Play von Poison ja immer noch ein bisschen verwirrt, weil er halt eben so offen zu den Doors stand und ich sag mal dann, ja, halt sich so mit dem Rücken oder zumindest mit der Seite zu dieser offenen Door stellt, so, ne? Und guckt dann halt Richtung City. Also da muss irgendwas in den Comms halt gewesen sein, dass er sich da halt so aggressiv dann Richtung City stellt. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wo seine Mates genau standen. Aber er bleibt dann halt eben offen zu den Doors und hat natürlich dann so in diesem zweiten Fight, der da stattfindet, keine Chance. Und ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil da eben auch die Bombe lag. Roki holt sich jetzt aber erstmal Rush ab. Das ist gut. Rush ist immer der, der Long versucht, die Kontrolle da einzunehmen. Aber du hast komplett recht. Ich habe irgendwann noch drüber nachgedacht, denn die letzten beiden, oder du hattest ja danach noch drei komplexe die Spieler. Das waren Blame F und Config, glaube ich? Nee. Ja, doch, standen da auch noch auf dem A-Spot, also CD hätte keiner kommen können. Jetzt flashen sich jetzt hier rein. Wunderschön gespielt. JKS kann sich 2 Kills abholen durch die Support-Flash da von Config. Gutes Teamplay. Ja, das ist ein Blame F. Ist short, versucht da die Deagle-Taps zu setzen. Aber das Ganze ist eigentlich nur eine Deagle-Runde plus die eine M4, die sie durchgesaved haben. Und bisher schon runter auf ein 3 gegen 3. Natürlich jetzt gut, wenn Complexity es schaffen kann, hier noch ein paar Waffen einzusammeln. Sieht so aus, als würde Twist aber jetzt erstmal hier den Gatekeeper machen. Also wirklich keinen an diese Waffen ranzulassen. Ja, noch 50 Sekunden Zeit. 3 gegen 3 Situationen. Sie haben natürlich den Vorteil, dass noch keine Waffe eingesammelt wurde hier. Aber rein theoretisch besteht ja die Chance, also JKS hatte ja gerade auch was, da nochmal ranzukommen. Aber natürlich ein bisschen der Respekt von der Mitte. Ich sehe gerade, einer von euch hört sich an, als ob er im U-Boot sitzt. Das habe ich, letztes Stream hat das schon mal jemand geschrieben und ich finde nicht, dass du so klingst, als würdest du im U-Boot sitzen. Deswegen mache ich mir Sorgen, dass ich so klinge, als würde ich im U-Boot sitzen. Also mich ist ein ganz normal, deshalb kriege ich jetzt gerade Schiss, dass ich das bin. Aber der Go kommt jetzt erstmal hier Richtung B. M4s wurden schon eingesammelt, aber der Spot ist halt jetzt komplett gefallen. Config, komm nochmal von hinten. Wenn er einen findet, könnt ihr auf jeden Fall den Retag probieren. Das Ganze wirklich. Broki hat das Ganze aber auf dem Schirm, holt sich da den Killer. 3 gegen 2. Da sind sie noch nicht ganz sicher, ob sie das doch nicht mal vielleicht am Ende noch probieren sollten. Und ist natürlich schon am Ticken. Du hast eigentlich keine Utility, du hast keinen Kit auf Seiten von Complexity. Das ist das Ganze eigentlich eher noch versuchen zu saven. Das sieht, glaube ich, auch eher aus, als würden sie versuchen, Lucky durchzusprayen oder jemanden vielleicht zu finden. Ah, immer diese Nervosität, wenn du das Kostja da drauf setzt. Schieß, Junge! Jetzt holt sich jetzt mal Poison ab. Wird zwar geholt von Blame F, aber jetzt wissen sie natürlich die letzte Position des verbleibenden CT-Spielers. Bombe geht jetzt hoch. Ja, der wird versuchen, hier irgendwie noch so ein bisschen Exit zu gehen. Olafmeister kann da in der Box stehen bleiben. Ne, jetzt wird er auch an der Box sterben. Trotzdem Olafmeister kriegt den Kill auf Blame F und FaZe holt sich die 8. Runde. Ja, also FaZe, nachdem sie, sag ich mal, so im Mid-Half so ein bisschen gestruggelt haben, haben sie sich jetzt wieder gefangen und spielen das auch sehr dominant. Ich meine, okay, die Runde
Wurde noch ein bisschen kritisch, obwohl Complexity gar nicht groß eingekauft hat. Thema groß eingekauft. Während sie ja letzte Runde nicht groß eingekauft haben, haben sie jetzt aber mal richtig einen rausgeballert. Direkt mal zwei Orbs, also eine für Config, eine für Poison. Gespannt, wo die hingehen sollen. Config geht schon mal Richtung Mitte und ja, Poison steht da, wo er immer steht, Richtung Short. Den Blick zumindest gerichtet von Chaos. Ace versucht hier erstmal Richtung Alang reinzukommen, aber werden hier von Mollys gestoppt. Konnte da auch, glaube ich, dank dieser Molly auch nicht sehen, dass schätze mal Rush war es, der da durchgesprungen ist. Ja, du durftest auf jeden Fall nur mit Sonnenschutzfaktor 50 reinpushen. Blame währenddessen hat sich da Kerrigan auf Short abgeholt. Rush steht halt immer noch long vorgepusht. Zieht jetzt rum, aber Olaf Meister kann ihn da holen. Poison pusht jetzt durch die Smoke hier vor, kriegt so einen Kill auf Twist, aber Rain direkt gerefrag. Wunderschön da. 3 gegen 3. Dann ist noch machbar für beide Seiten. Config ist immer noch mit seiner Arbe da. Nein, noch Gleichstand hier bei den Spielern. Olaf Meister natürlich ein bisschen HP schon verloren. Noch nicht so ganz hier jetzt bei FaZe die Entschlossenheit. Sie haben noch genug Utility, um damit zu arbeiten. Also sie können auf jeden Fall auf eine Side executen. Complexity hat sich erstmal so ziemlich starke Richtung A aufgebaut. Wenn man jetzt, sagen wir mal rein theoretisch, bei FaZe da Richtung B gepusht wäre, wäre die Möglichkeit schon da gewesen. Und jetzt, dadurch, dass bei A nichts kommt, kommt hier von Complexity der Call, die A-Side aufzumachen. Also FaZe jetzt rein theoretisch mit einer komplett offenen Side, die sie hier einnehmen können. In der komplett offenen Zeit, und wenn sie da wirklich komplett raufkommen, ohne dass da irgendjemand fällt, dann ist ein Retake echt, echt schwierig, weil du hast wirklich keine Utility mehr auf Seiten von Complexity. Du hast eine Nate noch auf Blamef. Faceit hat gute Utility auf der anderen Seite natürlich nicht, aber Blamef findet da den Spray durch die Smoke auf Olameister, die Nate. Oh Gott, Rain runter auf 15 HP. Bombe muss jetzt geplantet werden. 3 gegen 2, alles machbar. Aber Config findet den Abeschott und nicht Brokey dafür, setzt ihn. 2 gegen 2, JKS. Lungert da immer noch im Rande der Smoke rum. Brokey findet dann noch den weiteren Brokey, nicht Brokey, my bad. Jetzt ging zwei. Ja, ich muss aufpassen, Brücke ist ein LoL-Spieler. Immer mit den Orpern, das ist sein Problem. Ja, die Orpern sind aber kritisch für mich. Ja, Blame für eine 1 gegen 2 Situation, aber Brokey zieht auch da im richtigen Moment rum. Eine absolute Maschine bisher in diesem Game, dieser Junge. Und FaZe, 9 zu 5. Guck mal, es liegt gar nicht an CS, sondern es liegt daran, dass du einfach jedem Orpern ein Ö geben möchtest. Ja, ich weiß auch nicht. Also, du redest gerade von Sursson, oder? Ja. Aber sehr starkes Play von Brokey. Und es wurde auch gerade quasi vorher der Call nochmal gesagt, dass Brokey sehr stark ist und wenn nicht sogar der beste und konstanteste Spieler bei FaZe. Würde ich fast schon so unterschreiben. Also, er macht wirklich sehr stark an der Orb auch wirklich ziemlich verlässlich für das Team, was ja schon sehr schwankende Leistung zeigt aktuell. Und das, obwohl er eigentlich ja, sag ich mal, der unbekannteste Name in Anführungszeichen ist. Also, bekannt sind natürlich alle, aber da sind schon an und für sich größere Namen im Team. Trotzdem, er performt immer wieder. Hilft quasi den alten Männern, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, er ist auch der jüngste Spieler alleine im Team. Direkt hier mit der Rentnerkarte. Aber Rain währenddessen kriegt er den saftigen Headshot von BlameF. Also, erstmal seit gefühlt einer Weile Advantage für Complexity. Ja, es wäre gut, wenn sie noch die letzte Runde der ersten Hälfte holen könnten. Dann könnten sie sich nämlich mit einem Pistol zum Beispiel direkt wieder auf einen Ausgleich ranbringen, wenn die Folgerunden dann auch stimmen. Haben auf jeden Fall aber definitiv immer noch den Weapon Disadvantage. Also wir sehen eine UMP, ist eine FAMAS, MP9, eine Scout. Aber JKS erwartet die immer noch in der Smoke, zieht jetzt aber im richtigen Moment rum, holt sich da erstmal Olaf Meister durch die Smoke, wird er zwar gedingt, stirbt aber nicht, wird jetzt von seinem Mate aber abgeknallt. Okay, aber erster Aberschott sitzt nicht, Config zieht in dem Moment rum, wo er natürlich am Nachladen ist. Und am Ende war das eine sehr, sehr cleane Runde für Complexity, die auf eine weitere Runde rankommen. Am Ende ist das Ganze ein 69, nice Score. Ja, und damit verabschieden wir uns kurz in die Halbzeit und wir sind in 3 Minuten wieder für euch da. Bis gleich. With a more complex pro tip today, which will help you establish presence at long on Dusty. For this execute, you will need 2 future pros. The utility required will be 2 smokes and 1 optional flash for this take. Future pro number 1. To throw your smoke, you will need to line up with this metal bracket. Then find this corner and aim your crosshair so it lines up with the satellite antenna. Then throw. Future pro number 2.
you'll need to line yourself up with this dark spot in the shadow of the car. Aim upwards and find the gap in the palm trees. Then position your crosshair so you're aiming just above that gap and throw. Optional future pro number 3. If you want to feel like a part of the team, you can stand at the back of the car and line up this flash towards the top of the doors, which will help your teammates get out of long. If the smokes have been thrown correctly, this will help you segment long and fully take control of pit. So, und damit herzlich willkommen zurück. Oh, wir sehen nochmal die Spieler hier. Wir sehen, du meinst unnötig, aber nochmal die Spieler. Wir hören die auch. Hab ich hier aus Versehen reingequatscht, ups. Alles klar, ich hatte das wunderbar noch gewinnen. Ja, wir haben noch kurz in die Spieler da gehört. 6, ich dachte 9, gerade, wer redet da? Ja, ich rede mit dir. Ich rede mit dir mit so einem dicken dänischen Akzent. Mhm. Nein, aber gerade 6 zu 9 steht es, oder 9 zu 6, muss man ja so dann sagen, in Favor für FaZe Clan. FaZe Clan war natürlich eben gerade auf der T-Side, jetzt sind sie auf der City-Side. Mal sehen, was Komplexi da für uns in petto hat. Und die Pistolrunde fängt auch direkt an hier. Sie müssen auf jeden Fall jetzt was zeigen. Die Pistolrunde hier zu gewinnen, wäre natürlich schon mal ein wichtiger Punkt, den sie früh abhaken könnten. Wir sehen hier von FaZe schon mal einen aggressiven Mitpush. Wir nehmen mal wieder sehr viel Raum ein. Hat Blamef das gesehen? Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Olafmeister, ist eine sehr prekären Situation. Mal sehen, ob er da was findet. Push jetzt mal nach vorne. Findet noch nicht die Headshots, wird jetzt aber erstmal geholt. Sie sind währenddessen über den Mitbusch hoch. Haben sie sich doch noch JKS abgefangen. Das ist 4 gegen 3 Situation gerade. Broki steht natürlich, sie nehmen die da wirklich in die Zange. Die sind so split da gerade. Blamef wird da jetzt auch noch geholt von Broki. Das sind nur noch die letzten beiden verbliebenen T-Spieler oben in den Cutters. Plexi in einer schwierigen Situation in dieser Runde. Hat sein Leck da auch noch gespottet. Boysen holt sich zwar noch Kerrigan, aber Twist ist zur Stelle aus dem Window. Nur noch Rush am Leben in einer 1 gegen 3 Situation. Wird jetzt sogar noch runtergehauen auf 68 AP. Rain pusht ihn von hinten. Zieht sich dann aber doch lieber da erstmal aus der Affäre zurück. Ja, und Rain. Gemütlicher Hit von ihm. FaZe Clan. Auch in der zweiten Halbzeit holen sie sich die Pistolrunde. Ich habe gerade mal die Stats von Rush sehen können. Der arme Junge, ey. 3-11. Da geht auf jeden Fall noch nicht viel zusammen. Und das, obwohl er da immer. Das ist dann auch wieder, ne? Manchmal sind die Stats gar nicht so aussagend über, sag ich mal, das, was ein Spieler in dem Spiel geleistet hat, weil Rush war ja gerade in diesen Mid-Rounds, die Komplexe, die eben für sich entscheiden konnte, sehr, sehr wichtig, dadurch, dass er immer diese Alarmkontrolle gehalten hat. Er hat halt eben nur keine Frags gesammelt und dann sieht es halt auf dem Statsheet irgendwie ganz schön übel aus. Ja, stimmt auf jeden Fall. Config blindet worden, hat der Deal da keinen Hit finden können. Bist du bereit für den absolut cringigsten Spruch, den ich heute bringen werde? Also, das ist noch früh, aber ich will dich nicht unterschätzen, dass du nicht noch was Besseres in 2-3 Stunden raushauen kannst, aber mach, gerne. When it rains, it poisons. Oder it poison. Okay.
Oh, ich hätte heute Solo-Casten sollen, glaube ich. Es tut mir leid. Ich habe überlegt, sagst du einfach nur in Poison? Nein, in Poison. Weil der Junge ist gerade echt gut dabei. Besonders, wenn er die AWP in seinen Händen hat. Aber FaZe Clan, wie gesagt, haben sie bis zur Runde gewonnen. Haben einen leichten Weapon Advantage hier. Auf der anderen Seite sehen wir, zwar den, haben sie zwei gegengeforst, haben sie reingeforst, aber wir haben halt in Anführungszeichen nur vier Deagles. Gegen zum Beispiel zwei FAMAS, eine M4 und eine UMP. Ein frecher Mid-Take, aber er wird jetzt von dem Molly hier gestoppt. Und es sieht so aus, so wie sie sich jetzt auch nochmal voll orientieren, dass sie doch hier Richtung Short gehen wollen mit der Rest-Utility, mit den Flashes. Versuchen hier Brokey zu erwischen, tun sie auch erstmal. Ja, Brokey versteckt sich dabei, er ist erstmal auf dem Spot, wartet aber, dass die Support-Flash reinkommt. Hat JKS gespottet, sie wissen, dass er da jetzt auf dem Spot ist. Rush holt sich doch den wichtigen Headshot, um diesen Spot einfach angreifbar auf jeden Fall zu machen. Rain ist aber immer noch zu schnell, holt sich den ersten, kriegt auch den zweiten noch weggesprayt, fällt dann jetzt mal dennoch. Aber wir haben immer noch Kerrigan zu schnell, der überlebt da Poison, weil Poison aber noch geflasht war. Boah, Poison kriegt zwar den Unhit, aber am Ende hat das nicht gereicht. Scout macht halt keinen One-Tap. Lamef, letzter lebender Spieler, sie hören ihn steppen. 100 HP hat er. Ja, sie double-peaken ihn da. Twist holt sich ja mit den Kill. Und FaZe holt sich das 11-6. Wie, Scout macht keinen One-Tap. Man muss halt einfach nur Köpfe treffen. Das ist jetzt. Mit Köpfchen. Ja, ja. Ein bisschen nachgedacht, ein bisschen geaimt. Also nicht, dass ich es könnte, aber. Ja, immer so schön. Du kannst sagen, Leute, das ist doch so einfach. Du musst nur Kopf treffen. Ja. Also selber Headshot-Quote 10%, aber Leute, Kopf treffen. Ja, Headshot-Quote ist aber nur so niedrig, weil halt immer Sniper, ne? Also. Ja, ja. Nee, aber es war gerade so schön, dass er halt mit dem Crosshair auch so eigentlich drauf war, aber halt einfach voll geflasht war. Also du denkst dir so, ach, wenn er jetzt links klicken würde, aber er sieht es halt nicht, er kann es in der Situation nicht einschätzen. Complexity dadurch jetzt nur mit Deagle hier unterwegs, alle fünf sogar, und hofft hier, dass sie was kriegen. Und Brokey, hat da schon fast reingeguckt. Ja, sie haben ihn auf jeden Fall jetzt gehört, Brokey kriegt einen kleinen Deagle-Ding. Also er hat kein Ding bekommen, er hat einen Deagle-Unhit bekommen, rund auf 60 HP. Bisschen Informationen sammeln können. Beide Teams bisher spielen diese Runde immer sehr, sehr gemächlich an. Mhm. Ja, FaZe hat, glaube ich, keine Runde, die sie in den ersten eine Minute irgendwo auf den Spot draufgekommen sind. Genau, schön, obwohl doch, eine B-Runde. FaZe T-Setup ist wirklich dem von Complexity auch sehr ähnlich. Also auch, dass sie da so diese Alarmkontrolle nehmen und dann auch zwei Leute auf B haben. Beide Teams mit ähnlichen CT-Setups. Und jetzt kommt Complexity auf den Lang. Brokey, erster Headshot. Rush. Kriegt er den Refrag. Kerrigan aimt aber immer noch long rein. Kriegt den ersten, kriegt den zweiten mit der Krieg. Wunderschöner von ihnen runtergesprayt. 4-2. Mit der Krieg, bist du dir sicher? Der Krieg, also heißt Krieg. Du kannst auch SG nennen, aber Krieg ist doch der alte Name. Das war doch die AOG. Meister. Das ist die AOG. Du hast absolut recht. Ich sündige. Ich sündige. Ey, das kann man auch anders nennen. Ich dachte gerade, ich habe halt auch wirklich kurz 10 Sekunden so überlegt, ist das, hat die AOG so einen zweiten Namen, dass man die auch Krieg nennen kann? Nein. Ja, du musst es so sehen. Ich du hast nur das Scope gesehen. Und in Amerika ist das alles noch umgekehrt, weißt du? Die sehen das alles. Es ist nicht Australien, es ist nicht Upside Down, aber es ist halt so links zu rechts. Und deshalb ist es auch. Ja, du bist ausnahmsweise mal entschuldigt, weil man halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kurz nur das Scope gesehen hat. Aber. Ne, also, ja. Ne, und das ist, Alang, das wird ganz schnell Alang, glaube ich. Ja, Twist schmeißt doch direkt erstmal den Molly durch. Config ist aber schon durchgelaufen. Twist muss sich da jetzt zurückziehen. Aber die Long-Kontrolle ist auf jeden Fall jetzt erstmal in den Händen hier von Complexity. Rain ist short vorgepusht, aber JKS peekt da noch nicht rein. Ja, aber dann guck mal, wie Brogi da steht. Steht super aggressiv oben auf Short, auch mit seiner AWP. No fear, der Junge. Aber ich finde jetzt schön, wie Complexity hier gerade mit diesem schnellen Play halt die Alarmkontrolle unterbrochen hat, weil Twist, er hätte zwar das Ganze halten können und hätte vielleicht auch den Kill of Config bekommen, weil die Flashes da ja auch reinkamen, aber er hatte wirklich Respekt davor, dass die halt da jetzt in einer absoluten Masse um die Ecke kommen. Und ja, so können sie halt Alarm einnehmen. Ja, so können sie halt Alarm einnehmen und es ist ja anscheinend ein sehr wichtiger Spot. Beide wollen ihn sehr dringend halten auf ihrer City-Side. Ja, dieses Mal hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Der Molly hat auch nicht geklappt. Jetzt kommt erstmal der Push-Wurf von Complexity. Die vier Mann wollen auf diesen Spot drauf. Twist müsste das Ganze halten. Der Molly blockt ihn nicht ganz. Brokey findet aber trotzdem den ersten. Währenddessen ist er jetzt aber trotzdem geholt worden. Hier kommt weg schon mit zwei Kills in dieser Runde. 4-3. Ja, und sie überlaufen diesen Spot. Sie kriegen jeden einzelnen Kill. Es ist nur noch Olaf Meister am Leben. Der steht in der Mitte. Spot ist gefallen. Die Runde kann er nicht klatschen. Und Complexity kommt auf ein 7-12 ran. Ja, und sie gewinnen ja ihre erste T-Runde. Das freut mich schon mal. So bleibt das Match hier auf jeden Fall auf Map 1 erstmal spannend. Ein kleiner Fight, Olaf Meister verliert den auch. Damit kann dann keine Waffe mitgenommen werden. Und ja, Complexity
findet jetzt endlich mal eine Antwort. FaZe Clan jetzt auch nicht mit der besten Geldsituation. Also ein Fullbuy ist da definitiv nicht drin. Complexity ist durchaus mit der Chance, auch Runde 20 hier für sich zu entscheiden. Ja, auch schön, wie das Replay damit beginnt, wie Config sein Mate erstmal in den Rücken ballert. So, was ist das losgehen? Config fängt jetzt mal wieder an Schiebung, Leute, das kann doch nicht sein. Ich mach dann 2K und mir wird nur gezeigt, wie ich mein Mate abknall. Ja, aber das ist gerade eben schon angesprochen. FaZe-Clan, die haben nicht wirklich Geld in dieser Runde. Ne, drei Deagles sehen wir hier. In Händen von Garrigan, Twist und Olafmeister, sonst sind das nur OMPs. Oh. Garrigan ist übereifrig, findet da nicht den Kill, aber Broki von Mitte aus. Mit der USPS? Olaf mit der Deagle, hör mal. Hör mal, wer da hämmert. Twist ist auch nochmal mit der Deagle hier. Bei Twist ist auch gerade übrigens. Bei Twist war die Cam falsch. Da war gerade Config zu sehen. Bisschen viel zu trollig gerade, glaube ich, gerade gelaunt. Aber 4 gegen 2 Situationen, selbst wo sie vorher nicht die Waffen hatten. Eine Waffe haben sie jetzt auf jeden Fall schon einsammeln können. Auf Olafmeister. Baumel sollte jetzt hier down gehen. Aber wurde jetzt auch noch Broki gepickt. Broki. Dodge hier nochmal weg. Rush. Es ist gedingt worden von Rain. Und Rain auch mit dem zweiten Headshot. Das ist eine Eco-Runde, Leute. Ihr habt 3 Deagles gekauft und ihr klatscht die Runde da so durch. Dominieren von FaZe Clan. Wunderschöne Klicks, die sie da gefunden haben. Und FaZe Clan 13-7. Also einfache Dominanz. Ja, lassen jetzt auch hier gerade in der Runde nochmal keinen Zweifel aufkommen, dass sie ihren Map-Pick hier gewinnen wollen. Bringen sich damit jetzt auch wieder in eine äußerst gute Lage. Die Geldsituation von Complexity müsste aber eigentlich noch ordentlich sein, dadurch, dass sie halt den Plant immerhin bekommen haben. Trotzdem natürlich, das ist so ärgerlich, diese Runde so zu verlieren. Und Rain auch hier gerade nochmal auf dem Spot mit diesen Brettern. Also wir sehen es auf jeden Fall, Complexity kann nochmal kaufen. Dadurch bleibt die Runde interessant. Nicht die Full Utility, aber zumindest sagt hier der Bot, der das Ganze bewertet, great. Also nehmen wir das mal so mit. Wenn er sagt, es ist great, dann ist es auch great. Dann ist es auch great. Ja, immer das, was der Bot mir sagt. Ja, Complexity hat auf jeden Fall in dieser Runde noch Gegen gekauft. Aber sie haben auf jeden Fall, nicht aber, sondern sie haben einfach wieder Long-Controller eingenommen. Vielleicht versucht das gar nicht mehr so richtig da zu contesten, einfach weil da so viel Utility direkt reingeschmissen wird von Complexity, um sie da rauszuforcen. Du kannst aber halt einfach, dieser Flash, die da über lang kommt, kannst du halt auch nur unheimlich schwer dodgen. Also du musst halt weggucken jedes Mal und das ist halt ultra nervig. Und dann kannst du super einfach geholt werden, weil du kannst ja das einfach timen, dass du wirklich tendenziell Permaflash da bist. Und dann musst du dich da auf eine Dauer wirklich zurückziehen. Wenn die T's da durchbrechen wollen, die T's wollen jetzt wirklich durchbrechen. Kerrigan schießt zwar 2 Leute low, aber noch ist keiner gefallen. Jetzt ist Jackie erst durch die Smoke gefallen. Rain von Short aus, wird gedingt. Boah, Kerrigan ist das mutig. Ja, aber Kerrigan muss davor pushen. Da pusht auf jeden Fall vor, zieht sich jetzt nochmal zurück. Sie boosten sich über die Smoke. Rush ist natürlich schon auf dem Spot. Olafmeister hat ihn aber aus dem Schirm, kriegt da direkt erstmal den Kill. 3 gegen 3 Situationen. Config weiß aber, wo Olafmeister steht. Poison von Short aus. Kriegt zwar Olafmeister, wird aber gerefaked, währenddessen Config. Und jetzt auch noch Twist. Also 2 gegen 1 Situation. Nur noch Kerrigan müsste es 1 gegen 2 klatschen. Holt sich die ersten Kill auf Config. Bombe ist geplantet. Hat ihn gespottet. Jumpshot hat nicht getroffen. DMF. Runter auf 35 HP. Geht sich Richtung Short zurück. Ist auf jeden Fall eine gute Position für ihn. Smoke faded. Flame F holt sich da den Kill und kann die Runde klatschen für Complexity. Wichtig, wichtig. Aber die ersten paar Sekunden, sage ich mal, als so die Fights da losging, war wie so ein Tennismatch. Es ging hin und her mit den Frags. Eine enorm schnelle Runde. Also ich konnte dem Ganzen kaum noch folgen. Du hast es immerhin noch halbwegs geschafft, wie man ja gehört hat. Aber ey, also. Pfadfinder, du. Ja, Profi. Kerrigan, ein bisschen schade. Ich sag mal, das hätte die Runde halt entscheiden können, als er da durch die Smoke pusht, dass halt noch diese Smoke vor K lag. Weil wenn er das vielleicht irgendwie sieht, dass da noch mehr sind, kann er da vielleicht noch einen Frag holen und so die Runde für FaZe entscheiden. So ist jetzt Complexity. Und FaZe hier wieder mit einem aggressiven Play in die Mitte rein, obwohl sie hier einen Ball haben. Ja, sieht doch so aus, wie Blame sich da positioniert, dass er das auf dem Schirm hat. Twiz kriegt aber jetzt den Spray, dann rund auf Blame F, hat er davor sein Shadow gespottet auf dem K. Ich finde es aber eine schöne Adaptation. Sie wissen, Complexity will auf jeden Fall Long-Kontrolle mit Macht wirklich erzielen. Und jetzt versuchen sie das einfach mit einem Mid-Push zu überrumpeln. Und bisher funktioniert das gut. Sie erkaufen sich so viel Zeit, Informationen und natürlich schafft den einen Frag. Kann natürlich jetzt aber sein, dass wir Twiz. Das ist sehr nah am Molly, vor allem, weil er immer noch mal gerne kommt. Oh, JKS, der will da jetzt Twiz von hinten holen. Die haben ihn quasi umstellt. Ja, aber er hat immer noch den Support. Das Abishot hat nicht gesessen. Jetzt haben sie Twister rausgeforst. Broki ist super low, muss echt aufpassen. Sonst war JKS, wie du es eben gerade schon gesagt hast, sehr, sehr close hier steht. Komm, riech ihn. Du hast nicht wirklich. Hat nicht ganz geklappt auf jeden Fall. Mitte ist jetzt erstmal weggesmoked. Aber Broki will da durchpushen. Warte da oben in der Smoke. Oh. Das ist Richtung B.
Wollte smoken, sprayen sie da ganz rein, sprayt rein. Aber Olaf Meister ist natürlich immer noch halb so auf dem B-Spot. Kriegt zwar den ersten, aber Rush pusht ihn da doch nochmal überall in den Haufen. 3 gegen 3. Retake ist sehr, sehr schwierig, weil alle drei Spieler über CT kommen müssen. Hat er ihn da nicht gerade gespottet? Nee. Also, ja, vielleicht doch nicht. Also wollen sich da lieber zurückziehen. Aber Poison holt sich trotzdem dann nochmal Rain up. Jetzt ist es nur noch in den Save-Modus rein. Kriegt sogar noch den Unhit auf Poison. Ja, durch 5 Wände. Der hat, glaube ich, irgendwie nur 40 Damage gemacht oder so. Wie viele Wände wollen sie schießen hier? Rocky hat da wirklich ein paar Shots in der Mitte gemisst. Ungewohnt. Ungewohnte Ansichten hier. Das war vielleicht dann auch ja, entscheidend für die Zone. Für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer ist es natürlich schön, weil dadurch sehen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde mehr Complexity. Holt sich Runde 9. Kommt weiter ran. Und das Phänomen der Das 2T-Side, es lebt für mich irgendwie immer weiter. Warum ist jedes Team auf Das 2T stärker als auf CT? Ich werde daraus nicht schlau. Wäre ich auch nicht, aber ich glaube einfach, weil das ist so eine, weil Proaktivität, die einfach ist der meiste, sag ich mal. Ja, vor allen Dingen, du siehst ja sogar auch Proaktivität auf der CT-Seite. Also das Play von FaZe, die Eröffnung, als sie da in die Mitte halt eben aggressiv hochgehen, das war ja gut. Sie haben es dann halt eben nur nicht geschafft, Twister irgendwie richtig zu covern. JKS kommt dann halt eben aus dem Tunnels da raus und kann den Kill halt holen, ohne dass er von der Hop in der Mitte gesehen wird. Wenn sie da sich ein bisschen besser supportet hätten oder wenn Brokey dann vielleicht noch den einen oder anderen Shot hittet, dann können sie die Runde da halt easy gewinnen und das halt nur dank so einer Mid-Aggression. Also in Anführungszeichen nur. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Versuch davon, FaZe. Nächstes Mal würde es wahrscheinlich dann gepunished werden, wenn sie das gleiche nochmal versuchen sollten. Aber war einfach ein schöner Versuch, einfach gegen diese A-Aggressionen, A-Long-Aggressionen von Complexity gegenzuwirken. Aber Complexity hat sich die letzte Runde securen können und das bringt natürlich FaZe jetzt hier money-technisch eine prekäre Situation. Sie haben 2 Waffen saven können, das ist die AUG, die Fake-Krieg zusammen mit der AWP. Ja, und es ist jetzt rüber auf eine Scout und 2 Deagles. Wir haben hier geforcebite, auch weil sie einfach in der nächsten Runde jetzt nicht wirklich das Geld hätten, da richtig zu kaufen. Deswegen sehen wir jetzt hier, dass alle reingekauft haben. Also wenn sie die Runde verlieren, gibt es danach die Eco. Complexity jetzt wieder hier, ja, mit diesem typischen Aufbau, Default hält alles so ein bisschen. Wartet auch natürlich mit dem Gedanken, den ist natürlich auch die Economy-Situation von FaZe in einer gewissen Weise bewusst, dass es nicht der beste Buy sein kann und deswegen gucken sie erstmal, ob vielleicht irgendwo ein Push kommt, bevor man halt vielleicht irgendwie dumm irgendwo reinrennt in den Stack zum Beispiel und nehmen jetzt so langsam aber sicher hier so ein bisschen Map-Control ein. Blamef wird dann aber gestoppt. Kerrigan mit der Smoke da. Die Smoke hält sich auf jeden Fall ein wenig auf. Diesmal hat es FaZe auf jeden Fall geschafft, Long-Kontrolle einzunehmen. Das Ganze wird nur noch gerade abgegeben von Rush, falls FaZe sich dazu entscheiden sollte, Long weiter durchzupushen. Ja, irgendwie kommt es mir so vor, als auch schon also auf der anderen Seite als FaZe noch aktiv, aber es wird irgendwie enorm viel immer auf A-Short gerade gespielt. Also die beide Teams spielen auf beiden Seiten sehr ähnlich. FaZe immer und Complexity natürlich vorher auch mit dieser Alarmkontrolle. Dann nimmt das andere Team die Mitte ein und von dieser Mitte, ja, es geht dann auch manchmal Richtung B, aber irgendwie geht es dann meistens doch immer Richtung A-Short. Ja, smoken sich da jetzt erstmal ein. Sie wollen da unbedingt durch. Brokey ist immer noch mit seiner AWP Richtung Long. Und eine kleine Gap. Hat aber bisher keinen weiteren CT-Spieler gefunden. Und es sieht so aus, als würden sie jetzt doch eher Richtung Mitte orientieren. Smokes kommt wieder raus. Und Poison holt sich Twister auf den A-Spot. Aber Kerrigan, da ist eine kleine Gap. Holt sich da 2 Kills durch die Smoke. Gut da gespielt von ihm. Bringt das Ganze auf eine 3 gegen 3 Situation. Alles wieder machbar, wenn Olaf Meister diesen Spot ein wenig halten kann. JKS ist komplett flashed. Oh, ist das unglücklich da gelaufen für ihn, Brokey. Währenddessen ist Mitte durchgepusht. Konnte sich dann noch Blame Wave absichern. Aber die Runde wird er nicht sichern können. Die wird an Complexity gehen. Och Mann, ey, er wollte da reinpieken und er hätte auch, glaube ich, echt ein starkes Timing gehabt. Wir haben, glaube ich, also es hat ziemlich lange gedauert, bis Config ihn da geholt hat. Aber dann wird er genau in dem Moment flashed und dann hat er es nicht mehr gesehen, dass seiner ist und dachte sich, ach, ich safe mich jetzt einfach nur in den Tunnel und renne so blind in seine Arme rein. Ey, ist das bitter. Ich sag dir echt, also wenn Olaf dann nicht geflasht worden wäre, ich hatte richtig das Gefühl, dass er den Deagle-Shot setzt. Ja. Ja, habe ich auch gedacht, dass er das in dem Moment so fühlt, um das da gerade zu treffen. Aber er ist, war, glaube ich, einfach noch so ein bisschen stuck im Jahre 2015, wo ein Deppen einfach noch richtig in weiß ich nicht, kulturmäßig im Flavor war. Ja, und das hat ihn jetzt gerade ein bisschen das Leben gekostet und natürlich auch den B-Spot gekostet. Oh, mein Brain hat gerade so lange gebraucht, um den zu verarbeiten. Echt? Ja. Der war auch nicht toll. Nee, aber das mit dem Deppen bei der Flash, das hatte ich gerade überhaupt nicht im Kopf. Ich dachte mir so, hä? Wovon redet der? What the fuck? Ja, Olaf hier auch selbst natürlich ärgert sich ein bisschen. Aber das ist einfach unlucky. Das ist wirklich unlucky. Und was vor allen Dingen aus Sicht von FaZe unlucky ist, Complexity holt Runde 10 und geht jetzt hier in Runde 11 mit einem klaren Vorteil. Brokey als Einziger, der hier irgendwas hat mit der Orb. Sonst wirklich nur OSP und noch eine Deagle auf Kerrigan. Also
Komplex jetzt hier wieder mit dem klaren Vorteil. Sie machen es auch nochmal genau wie in der Runde zuvor. Erstmal defaulten, ganz langsam ein bisschen Raum gewinnen. Face lässt ihn diesmal sogar rein theoretisch erlangen, aber sie spielen jetzt auch nicht für. Spielen so ein bisschen mehr gestackt Richtung die A-Side, um sich vielleicht auch eben genau auf diesen A-Short-Take vorzubereiten. Plus du weißt natürlich auch auf Seiten von Komplexe, die sie haben eben gerade reingeforst. Ja. Du wirst wahrscheinlich gegen nicht viel Gegenwehr hier treffen, bis auf die eine Waffe, die halt gesaved worden ist. Das heißt, geh nicht zu aggressives Spiel, das Ganze ganz normal runter. Und du hast einfach dann diesen typischen Weapon Advantage. Bane wartet aber jetzt noch in der Smoke, geht jetzt im richtigen Moment rum, aber Poison hat das auf dem Schirm, gibt ihn da den P250 Headshot. Jetzt pushen sie auch einen B-Spot rauf, Config, wo sie auch noch Urlaubmeister, der sich diesmal ein wenig anders positioniert hat. Aber diese Situation hat ihm das nicht viel gebracht. Bombe wird geplantet, spotten Noma auch noch Kerrigan. Und die Runde wird auch an Complexity gehen. Ich meine, war zu erwarten, aber Complexity zieht auf ein 11-13 ran. Ja, gerade, wie lange hat Brokey jetzt schon diese Orb? Wenn du die jetzt wieder durchkriegst, ist es, glaube ich, die vierte Runde, die er sich schon mitnehmen kann. Kriegt jetzt hier sogar einen Frag of Config. Und ja, du hast halt angesprochen. Es ist halt eben dann doch schon, den Teams ist es natürlich auch bewusst, sage ich mal, wie viel Utility oder wie viel Waffen der Gegner mit reinbringt. Also umso höher das Niveau, umso besser werden da die Spieler und die IGLs. Also die haben jetzt wahrscheinlich nicht die genaue Summe im Kopf, aber sobald du halt so weißt, das und das an den Utility wurde geworfen, die und die Waffen lagen auf dem Boden, kann sich da halt der andere Spieler auf diesem Niveau schon ein sehr gutes Bild von machen. Und Complexity spielt halt auch gerade der Economy-mäßig, also des Gegners, sehr, sehr gut, spielen es dann immer recht slow, warten erstmal vielleicht auf einen Fehler oder auf einen Push von Face. Und spielen dann aber auch, was auch sehr schön ist, ihren eigenen Schuh durch und spielen es dann auch so clean, als wäre der Gegner voll bewaffnet, aber sie gewinnen ihre Fights, sie sind im Vorteil, holen hier Runde 11, es geht in Runde 25. Complexity hier so auf so einem kleinen Run gerade. Mhm. Und Face jetzt, sucht jetzt hier die Antwort sogar und holt sich die Doppel-Orb. Twist jetzt auch mit einer Orb ausgestattet, aber ohne Armor, also die Glass Cannon. Die Glass Cannon, sehen, ob er damit Impact finden kann mit dieser AWP-Config. Holt sich Kerrigan, Rain kann das Ganze refraggen. Kleiner Trade. Damit haben sie auf jeden Fall die Info auf Seiten von T, dass da noch ein weiterer mindestens auf Long steht. Poison währenddessen Olaf Meister in der Mitte abgefangen. Oh. JK ist durch die Smoke. Brook ist dann noch am Steppen. Weiß er, dass der Rush close steht? Nein, weiß er nicht. Rush spot ihn, glaube ich, seinen Fuß dann noch so leicht durch die Smoke. Ja, und damit hast du als Face halt schon eigentlich direkt die Runde jetzt abgegeben, verloren. Twist als letzter lebender Spieler in einer 1-4-Situation. Da kannst du nicht viel machen. Und Complexity wirken einfach komplett dominant gerade auf der T-Side. Ja. Dann, was jetzt gerade auch so ein bisschen wehtat bei Brokey, ich fand erstmal die Grundidee, sie waren ja schon in Unterzahl, dass er da Richtung Alang pusht und versucht, irgendwas nochmal aggressiv zu machen, fand ich halt an sich gut. Also, dass er halt wirklich versucht, nochmal was entstehen zu lassen, anstatt halt einfach nur quasi auf dein Verderben zu warten. Aber ich weiß nicht, was dann da, vielleicht ist da irgendwas in der Kommunikation passiert, aber er stoppt halt nochmal so, wartet auf seinen Mate, geht nochmal mit dem Crosshair runter, holt nochmal eine Nade raus. Und das mit seinen Metern abgeräumt und dann steht Rush halt auch komplett richtig, um ihn da zu holen. Also Brokey wird dann für diese Aggressivität bestraft, aber ich fand den Gedanken an und für sich gut. Also dass er halt einfach was versucht, anstatt einfach nur abzuwarten. Twist kann die Orb auch nicht durchbringen, dass hier der Chase reinkommt, gerade mit der Geldsituation von Complexity. Die sollte nicht verwundern. Und sie sind jetzt wieder auf eine Runde rangekommen. Sind echt auf eine Runde rangekommen und Face, sie verlieren viel. Sie haben natürlich mittlerweile einen maximalen Loser-Bonus, aber money-technisch bringt sie das halt trotzdem immer noch nicht in eine bessere Situation. Wir sehen das jetzt auch gerade, wir sehen eine Scout, wieder drei Deagles. Klar, eine Runde haben sie damit schon so gewonnen. Poison holt sich da den Kill auf Brokey. Wir haben schon gesehen, wie der FaZe-Clan so eine Runde heute gewinnt. Aber es ist halt echt schwierig, auf der City-Side mit Deagles was zu reißen. Der Deagle-Shot saß auf jeden Fall nicht. Blamef weiß jetzt, dass Kerrigan da steht. Kerrigan misst den ersten Deagle. Den holt sich jetzt aber trotzdem noch in Blamef an. Config pusht rein, kann ihn refraggen. Das kommt jetzt mit seiner Scout rum. 3-4-Situation wäre das Ganze. Bane steht immer noch auf dem B-Spot. Jetzt kommt der Push. Erster Unhit. Config runter auf 30 HP. Aber das reicht bisher noch nicht. Sie müssen die Kills finden. Hat keiner gesagt, dass er die Headshots hitten muss. Das muss erst in den Comms kommen. Muss er sagen, Leute, mir Jungen, ehnt mal bitte auf die Heads. Ach so war das. Ja, ach, so war das. Siehst du, ja, genau. Oh. Genau so. Zweiten hat er schon, dritten kriegt er nicht. Rush runter auf 55 HP. Siehst du, da kam der Call. Leute, übrigens, macht die Heads. So. Eieiei. Rain mit der Deagle heute ein absolutes Monster. Schon zum zweiten Mal, dass er hier ordentlich was abräumt. Plötzlich ist das irgendwo machbar. Ist natürlich noch sehr, sehr schwierig. Ein B-Retake zu spielen ist an sich schon eine komplexe Angelegenheit. Dann hast du keine Utility, du hast kein Kit. Noch kein Kevlar.
Man probiert's, oder? Oh, Olafmeister. Er ist von Poison abgeholt. Twist, letzter lebender Spieler. Sie haben jetzt auch noch natürlich seine Situation, Position. Das ist super schwierig für ihn zu spielen. Sie versuchen ihn zu pushen. Er spottet ihn, aber es sind durchlaufen. Du hast keine Zeit mehr, Junge. Mit einem Dirty Play. Wird jetzt auch den zweiten. Ah, den zweiten. Den kriegt er nicht mehr. Poison kann ihn da nochmal abholen. Aber was ein schönes Play oder was ein schöner Playversuch, den er da gemacht hat, um da beide Spieler noch abzusammeln. Aber Complexity ziehen gleich. 13-13. Ja, auch schön, wie Olaf da eben versucht, das Ganze von oben anzugehen oder anzugreifen. Mit diesem sehr interessanten Engel, aber Poison, er hat wirklich mitgerechnet, er hat komplett den Blick drauf, wir sehen es ja auch nochmal. Ja, und dann war am Ende auch die Zeit zu knapp, sie hatten keinen Kit. Wenn der Kill nicht reinkommt, wird es kompliziert und wir haben jetzt hier den Ausgleich, 13-13. Nochmal Double Orb für FaZe. Twist und Brokey wieder mit der Orb unterwegs. Und diesmal von Complexity einfach ein knallharter Aufbau vor B. Oh, die Nate. Sie wollen unbedingt durchgehen. Die Nate macht eine Menge Damage. Twist findet den ersten Aave-Shot, wird jetzt aber erstmal rausgeflasht. Sie wollen, müssen unbedingt auf diesen Spot rauf explodieren. Olaf Meister steht noch so halb in der Smoke, kriegt den weiteren rüber auf Konflikt. Wird zwar jetzt gerefragt von Poison, trotzdem immer noch 1-2 Trade. Wir müssen trotzdem die Bombe noch versuchen zu planten. Ist noch nicht gecrossed. Also die CT ist weggesmoked. DMF plantet jetzt die Bombe. 4 gegen 3 Retake. Ja. Du hast kaum Utility. Du hast noch 2 Flashes, 1 Muni, das war's. Ich weiß es nicht. B ist wirklich so schwer. Also. Eieiei, wenn man da jetzt nicht schnell einen Frag findet, wird's fast unmöglich. Und die Zeit rennt natürlich auch gegen FaZe hier. Ja, Zeit macht einer auf Usain Bolt. Hälfte der Zeit ist auf jeden Fall schon rum. JKS ist jetzt aber gefallen. Den Rain ist komplett reingepusht. Blame F wird jetzt auch noch geholt. Nur noch Poison da am Leben. Haben wir zwar sich noch um Brookie Münder. Holt jetzt auch noch Rain, zieht die Piste raus. Twist kann ihn dann aber doch noch securen. Bombe wird defused. Das sollte auch reichen. Und eine unglaublich wichtige Runde für FaZe, dass sie zugewinnt. Die schaffen es halt einfach wirklich. Mein Respekt an der Stelle. Gerade auch mit dieser mangelnden Utility kommen sie trotzdem auf die Side drauf. Bringen sich damit wieder in Führung. Die Runde war halt enorm wichtig. Also, Complexity, die kann die natürlich immer noch kaufen, aber FaZe wäre halt sofort wieder ekotechnisch broken gewesen und dann hätte Complexity sich relativ einfach hier zumindest auf den Map-Point bringen können und das auf den Pick des Gegners. Also ganz, ganz wichtige Runde für FaZe. Key-Round wird manch einer sagen. Damit halten sie sich im Spiel und wir sehen es jetzt auch, die Finanzsituation bei FaZe ist trotzdem komplett am Boden, bei Complexity jetzt aber auch. Also beide Teams jetzt hier mit einer sehr guten Chance, wenn sie diese Runde gewinnen, auch die Map zu gewinnen, also das Ganze in die richtige Pharma zu bringen. Gerade für FaZe, die wären dann halt schon auf Map-Point, aber auch Complexity kann dann quasi noch eine Folgerunde anknüpfen. Ja, beide, du hast gerade eben schon angesprochen, sehr, sehr Money-Broke. Wir sehen auf Complexity, sie haben zwar noch 1400 hier auf Blame F, Poison auch mal 1000, also hast du noch ein paar Member mit 1000, aber man darf halt nicht vergessen, sie haben überhaupt keinen Loser-Bonus, weil sie die ganze Zeit ja alles nur wirklich gewonnen haben. FaZe, CD ist natürlich ein Tick teurer. Das hat ihn natürlich jetzt erstmal den kompletten Bonus wieder geraubt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Runde für beide Teams, für beide Seiten. Wieder aber jetzt schön auch, dass wir gerade in dieser Runde nochmal eine sehr klassische Runde von den Teams halt sehen. Also was sie halt die ganze Zeit schon gemacht haben. Die Erlangkontrolle, T-Side weicht Richtung Mitte aus, nimmt Short ein. Steht dann zwischen dieser Entscheidung, sage ich mal, geben wir Short oder geben wir dann doch B. So wie die Bombe gerade liegt. Und so wie sie sich jetzt auch bewegen, sieht es dann doch so aus, als wollten sie Richtung B gehen. Das wird aber nicht die einfachste Nummer. Also da sind 2 Spieler Twists auch mit der Orb ready. Wenn sie da jetzt nicht die richtigen Wege mit der Utility finden, könnte Twist hier ordentlich aufräumen und das Ganze richtig gut für FaZe machen. Oh, Twist kann richtig ordentlich aufräumen. Das ist fast ein Collateral, den er da findet. JKS, Rain hat jetzt währenddessen auch noch Rush abgeholt. Olaf Meister ist aber... ist das mutig. Hat er versucht reinzupieken. Twist war währenddessen, geht oben auf die Box auf, kriegt einen weiteren Kill. Blamef kommt jetzt aber Short durch, holt sich Kerrigan. 3-2 Situation, aber Poison pusht durch die Smoke. Rain ist zur Stelle. 3-1, nur noch Blamef. Sie haben seine Position. Bombe ist down und das ist definitiv FaZes Runde. Besonders mit der Timer. Besonders auch, wenn auch im Timer nur noch wirklich 5 Sekunden sind. Ja. Ja, da ist nichts mehr zu holen. Ein bisschen schade, sag ich mal. Gut, Poison war natürlich schon die Side am Entry, aber Blame F findet da quasi nochmal den Frag auf A. Ich weiß auch nicht, ob wirklich noch die Zeit noch da war, aber wenn man das natürlich irgendwie noch schnell callen kann und dann Poison noch rüberkriegen kann, kann man vielleicht auf A das Ganze noch bestreiten, aber gut, er musste auch noch durch die Mitte kommen und da hatte FaZe auch die Kontrolle. Also versucht das einfach aggressive auf B, kommt nicht durch. Twist hier mit dem Plays, auch nochmal mit diesem aggressiven Jump, sichert die Side ab, holt Map-Point für FaZe auf der ersten Map, auf dem Pick von FaZe. Wir sehen es nochmal. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, Twist hat da gerade schon eine auf Chubby Checker gemacht.
Du hast keine Ahnung, wer das ist, oder? Nein. Du kennst doch den Song Let's Twist Again. Ja, doch, den kenne ich. Das ist von Chubby Checker. Ey, was ist los mit dir heute? Ich mache mir Sorgen. Eigentlich, der Song ist richtig geil. Das Problem ist, seit ich die ganze Zeit seinen Namen im Kopf habe, weißt du, habe ich mega den Ohrwurm von diesem Song. Let's Twist Again. Aber okay. 13, 15 Faceplan. Wir haben jetzt erstmal hier die erste Pause. Wonka TOS. Es geht direkt rein. Das ist natürlich jetzt erstmal Matchpoint für Face. Ah, Map Point. Nicht Map Point. Natürlich. Ja. JKS. Gerade nur mit einer Tech 9. Config auch nur mit einer Tech 9 und eine Scout. Also komplett Weapon Advantage auf den Seiten von Face. Aber Complexity hat dafür ein wenig Utility reinkaufen können. Das ist eine sehr schwierige Runde auf jeden Fall für sie. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es da vielleicht dann einfach anbieten würde, geschlossen einfach richtig schmutzig auf irgendeine Side zu pushen. Weil einfach nicht die Utility da ist. Aber Thema ja, Utility jetzt. Face hat auch keine Utility mehr. Jetzt wait a minute. Oh, du hast komplett recht. Komplett recht. Du hast noch zwei Complexity ist im Utility Advantage sogar. Wir nehmen hier wieder Mitte ein. Aber sie schon häufiger machen sie. Denn auf der T-Side wollen dann so mit B-Split machen. Olaf Meister findet bisher noch nicht den ersten. Wollt jetzt erstmal Richtung Cutters. Cutter kommt auch einer rausgepusht. Sie versuchen das Ganze jetzt zu halten. Twist findet nicht den ersten. Wird jetzt überlaufen da. Aber findet nicht den weiteren Kill. Jetzt ist Olaf Meister mittlerweile da. Immer noch auf dem Spot. Und das Ganze hier versuchen zu stoppen. Kriegen er es am Ende nicht ganz gestoppt. 2-gegen-2 Situation. Bombe wird geplantet. Und plötzlich ist das Ganze machbar für Complexity. Selbst mit dem Weapon Disadvantage, das sie da hatten. Poison sehr, sehr low. Arian kommt aus Cutters raus. Das ist eine schwierige Runde. Face kann sich das Ganze nur irgendwo erlauben zu verlieren. Für Complexity ist es Duo Die. JKS ist jetzt gespottet worden. Poison steht immer noch im Window mit seiner AWP. Müsste aber den ersten Shot ist rausgelaufen. Boogie kommt jetzt gleich durch die Dohe durch Kerrigan. Wow. Die trainen sich im Molly. Boogie findet dann aber doch nochmal den letzten Kill da. Halb durch die Smoke durch. Und damit holt sich Face die erste Map, das 2. Ja, ganz starkes Dringen. Also übrigens dann doch noch sicher nach Hause. Jo, alles klar. Bringt es nach Hause, nachdem sie da diesen kurzen Struggle, sage ich mal, noch hatten, im zweiten Part der T-Side. Gehen jetzt nochmal kurz die Highlights, aber wir schalten uns schon mal ab und wir gehen in eine kurze Pause von so circa 15 Minuten. Dann geht's auf Nuke, Map 2, weiter für euch hier, Face gegen Complexity. Bis gleich.
So, hallo und herzlich willkommen zurück hier vor Map 2 zwischen Face und Complexity bei IEM Cologne. Mein Name ist Matt Setz und an meiner Seite immer noch der gute King Finny und ich sehe gerade, meine Cam ist brutal überbeleuchtet, Digga. Oh, scheiße. Kann ich leider gerade noch nicht sehen, aber ich werde mir das dann gleich geben, sobald man das dann im Stream sehen kann, werde ich mich auf jeden Fall freuen. Bist du gerade rot? Ich hoffe es. Aber zweite Map, erste Map wurde entschieden für FaZe, 16 zu 13 haben sie das Ganze gewonnen. Es war Ups and Downs, es war auf jeden Fall keine so dominante Performance von irgendeinem Team. Das war eine sehr close Angelegenheit, war natürlich auch der Map-Pick am Ende für FaZe. Jetzt gehen wir dann natürlich auch Map-Pick für Complexity. Das Ganze wird Nuke sein. Und wenn ich mir das mal generell angucke, so die letzten Spiele, letzten Dutzenden Spiele, die sie da hatten, Complexity wirkt auf jeden Fall einen Tick stärker auf Nuke als FaZe. Ja, definitiv. Ich meine, klar, es ist natürlich auch ihr Map-Pick. Das 2 hatte mich ja von FaZe selbst ein bisschen überrascht, weil sie es halt nicht allzu viel gespielt haben, aber dadurch, dass, sag ich mal, das Team sich jetzt auch noch mal ein bisschen neu gefunden hat und sah auch ein paar Shuffles eben waren im Roster, wundert es mich jetzt nicht, dass sie natürlich dann auch andere Maps spielen als das, was sie zuvor lieber gepickt haben. Ich bin jetzt auf Nuke sehr gespannt, weil auch FaZe könnte uns hier positiv überraschen. Klar, als neutraler Zuschauer wünscht man sich natürlich jetzt, dass Complexity das Ganze hier holt, damit wir auch nochmal eine dritte Map Mirage zu sehen bekommen. Was ich mir auch gerade, nachdem was wir jetzt schon auf das 2, sag ich mal, gesehen haben, sehr schön vorstellen könnte, weil ja, das 2, sag ich mal, vom Stil eine ähnliche Map zu Mirage ist und ja, ich gerne nochmal beide Orpa auch nochmal so in Action sehen würde. Aber auch auf Nuke besteht diese Möglichkeit natürlich immer. Und wir sind gleich schon in Game. Der Timer, den ich hier sehe, sagt 20 Sekunden. Dann geht es hier weiter. Finde ich irgendwelche letzten Worte? Eigentlich die letzten Worte. Ich würde eigentlich fast die letzten Worte an dich geben, bevor wir gleich ins Game gehen. Aber damit setze ich dich natürlich jetzt so ein bisschen on spot. Ich würde aber dich fragen, hat dich irgendwas an dem ersten Game überrascht vielleicht? Ehrlich gesagt, nein, es kam ziemlich so wie erwartet, außer halt eben diese Struggles von FaZe. Aber sie haben sie überwunden, sie haben die Map gewonnen, deswegen keiner wird später mehr darüber reden, dass sie da kurz ein paar Probleme hatten, haben ihren Map-Pick relativ sicher nach Hause gefahren, also eine Runde mehr und es wäre ja kritisch geworden, aber ja, es sollte nicht so sein. Ich habe gerade noch geredet und ich dachte, der Timer läuft bei uns gerade ab und ich dachte, es geht direkt ins Game und statt, dass wir ein Game sehen, sehe ich einfach Kerrigan, wie er eine Banane frisst. Okay, alles klar. Also ja. die haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, aber ja, wie gesagt, gleich geht es dann hoffentlich das 2 hatten wir gerade eben schon, geht es gleich in Nuke rein und Nuke ist natürlich immer so eine heikle Map, ne? Mhm. Jetzt gib uns noch mal so ein bisschen Insights, was haben wir denn gerade zu erwarten und besonders wenn wir haben ja jetzt das erste Match gesehen, beide Teams haben einen ähnlichen Spielstil gehabt, denkst du, Nuke wird einen von den beiden Teams ein bisschen bevorzugt, also von den Teams ein bisschen bevorzugt, über die da auch ein bisschen besser spielen können und vielleicht warum? Was ist jetzt los? Der Chat, wie gern wäre ich jetzt die Banane? Bitte, was? Oh Mann. Weißt du was, ich hab mir... Same hier, Leute, was ist los mit euch? Holy. Warte mal, kennst du den Kirby-Meme? Das kann ist aber sein, nur Kirby, aber... Und wenn er irgendwie so schluckt, dann macht er so Niam. So, weißt du? Ja, doch, ja, das kenne ich. Genau, und dann gab es diese Meme-Videos dazu, wenn Leute sowas essen, dass du statt einen normalen S-Sound hast, oder so Niam, Niam, Niam-Sound. Und genau das hatte ich mir gerade bildlich vorgestellt, oder visuell, nee, visuell ist ja auch bildlich. Ich habe es mir hörmäßig vorgestellt, keine Ahnung, wie man das gerade sagt, audible-mäßig vorgestellt, wie der das mit Banane ist im Hintergrund. Ja, aber um zurück zu den Fakten zu kommen, ich denke jetzt mal, dass nicht beide wieder den ähnlichen Spielstil haben werden, wie jetzt gerade auf das 2, also da war es ja wirklich schon beachtlich, wie ähnlich sie auf CT und auch auf T gespielt haben. Ich erwarte jetzt, sag ich mal, vom Komplex natürlich, dass sie hier auf der Map stärker spielen, gerade was diese taktische Komponente betrifft und dadurch dann auch mehr T-Runden gewinnen sollten. Was ich jetzt in letzter Zeit öfter mal gesehen habe, was ich immer sehr interessant fand oder immer sehr interessant finde auf Nuke, ist natürlich dieses, ich sag mal, dieses Machtspiel um Outside herum. Mhm. Also, dass du halt eben diese Smokes, also diese Line-Smokes wirfst, um dich halt quasi, um Secret abzudecken, dass halt die CT-Side keine Chance hat zu sehen, geht da gerade jemand Outside Richtung Secret? Und dass du dann halt darum spielst, also dass du dann manchmal schon Secret gehst, manchmal dann aber doch nicht und dann über die Lobby gehst, dann manchmal vielleicht schnell Secret gehst, manchmal sehr langsam Secret gehst und so halt mit diesen Smokes um die Outside-Area herum spielen. Weil damit kannst du halt die City-Side sehr gut auf Trab halten und sie sind halt dann nicht so ganz sicher, wenn sie jetzt niemanden vor Secret abgestellt haben, ob wirklich jemand da halt reingegangen ist. Und das macht es dann der City-Side schwer, halt die ganzen Angles zu halten. Und ich denke halt, dass ein gutes New-Team das auf jeden Fall im Petto haben sollte, um da so ein bisschen rumspielen sollte.
Ja, beide Teams auf jeden Fall nicht neu, sage ich mal jetzt auf New York. Beide Teams sind wirklich absolut, das ist mal zu sagen, nicht neu. Ich meine, wir sind gerade auf einem absoluten professionellen Bereich gerade. Deshalb, beide Teams haben die Map schon hunderttausende Male gefühlt gespielt. Aber wie gesagt, Complexity wirkt zurzeit einfach von den Matches, die sie in der Vergangenheit hatten, einen Tick stärker auf Nuke. Aber FaZe startet jetzt erstmal gleich in die Map auf der CT-Seite und haben damit natürlich erstmal die tendenziell stärkere Seite, sollten damit anfangen, ein paar mehr Runden zu holen. Aber dann ist es natürlich auch viel wichtiger jetzt gerade für FaZe, dass sie wirklich die Pistolrunde für sich das sichern können. Ja. Ja, das ist definitiv entscheidend, weil so, ich sag mal, so gut es halt ist, immer auf der deutlich stärkeren Seite dann anzufangen, in dem Fall eben die City-Side of Nuke. Ich finde auch persönlich, dass da immer so ein gewisser Druck natürlich auch entsteht, ne? Also, klar, was heißt Druck, aber du weißt dann halt auch zum Beispiel schon, wenn jetzt die Hälfte dann auf so einer Map, die halt schon sehr City-Sided ist, nur 8-7 gewinnst oder so, weißt halt schon so, ja, könnte ein bisschen kritisch werden. Ich finde auch gerade schön, was du aus deinem Namen gemacht hast. Das wurde echt gut. Also ja. Raus hier, dann Shots gehen raus oder. Nee, nicht Shots gehen raus, wie sagt man das? Props gehen raus. Shots gehen raus in der Nacht. Naja. Props an Alex, alles daraus. Gutes Wortspiel. Und übrigens habe ich gerade gesehen, Olaf Meister hat zwischenzeitlich auch nochmal eine Banane gegessen. Das ist natürlich die Frage, lieber Kerrigan oder Olaf Meister? Welche Banane würdest du da lieber sein? Boah. Ich stell dir die knallharten und wichtigen faktischen Fragen. Ich bin schon ein sehr großer Olaf-Fan, muss ich sagen. Also dann wäre ich, glaube ich, lieber die bei Olaf. Ja, du bist doch bestimmt ein Fan von ihm, weil er so einen freshen Haarschnitt hat. Nee, auch weil er ein ziemlich guter Spieler ist. Also vielleicht ist er nicht mehr so stark heute wie damals, aber er war halt schon zu den besten Zeiten von Fnatic damals einer der besten der Welt, vielleicht sogar der Beste der Welt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, guck mal, siehst du diesen Zettel da gerade bei Poison? Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen, aber ich konnte leider keinen Blick drauf werfen. Aber da sind bestimmt irgendwelche Notizen drauf. Oder ja, aber das sah aus wie so ein Text, das sah aus wie so ein Gedicht oder so. Du musst es so sehen, manche Leute, bevor das Spiel losgeht, preppen deinem Team einfach und sagen, Leute, wir haben es für diesen Moment gepreppt. Er sagt, Leute, alles klar. Es war einmal vor langer Zeit. Und nein, das ist eine Death Note. Death Note wäre ein bisschen hart, aber bei ihm ist es mehr so, er und sein Team einzustimmen, liest er denn erstmal ein Gedicht vor. Ja, das ist, also, wenn er so eine schöne Vorlesestimme auch hat, also ich habe Poison noch nie sprechen gehört, deswegen kann ich dazu kein Statement geben. Aber das ist dann vielleicht auch einfach, was FaZe braucht, so diesen Vibe, so ein kleines schönes Gedicht über das Crushen des Enemies. Also sonst ich würde drauf tippen, dass Poison so eine toxische Stimme hätte. Gedicht von der Freundin, toxische Stimme. Ey, finde ich wirklich, ne? Gerade heute habe ich es mir flach gesetzt. Ja, also die brauchen auch noch ein bisschen bei dir ankommen. Ich kündige dir an. 10 Sekunden, dann mach die Beine hoch. Ja, da wird sich der ein oder andere schon ordentlich was eingefangen haben an den Beinen, weil du es einfach nie vorher gesagt hast. Ja, habe schon ein paar Leute gegen Schiemann getreten damit. Ja. Also. Aber geht jetzt hier in die zweite Map rein. FaZe gegen Complexity. FaZe hat die erste Map 16-13 gewonnen, sind also natürlich jetzt auf Match oder auf ein Map, nee, nicht Map-Point, Match-Point sind sie insgesamt, wenn sie diese Runde hier gewinnen, also die Map gewinnen sollten. Minion war das anstrengend, gerade das Ding vorzubringen. Und die Pistolrunde fängt an. Und wie gesagt, FaZe ist auf der City-Side. Ja, FaZe auf der City-Side, natürlich, das ist, sag ich mal, der Vorteil am Anfang. Ich finde jetzt erstmal schön, wie hier natürlich die Map auch displayed ist. Dadurch ist es natürlich ein bisschen einfacher, so den Überblick zu bewahren, wer wo ist. Und erstmal sind alle Rampe. Olaf Meister findet aber noch nicht die Headshot. Jetzt findet er den ersten. Könnte jetzt aber um ihn laufen werden. Und das ist direkt erstmal der Advantage hier für Complexity 2-1. Ja, Kerrigan versucht da irgendwie noch den Go Richtung B zu stoppen. Ja, schon auf 12 HP, aber jetzt versuchen sie nach unten zu pushen. Kriegt den ersten noch Poison. Erstmal die Tür getauscht, so. Die wird jetzt so aufgemacht. Rain endet aber immer noch rein, Config wir jetzt aber trotzdem mal noch mit Kerrigan und Kerrigan hält da wirklich den Spot Twist auch nochmal im richtigen Moment rumzuziehen, um Rush zu refraggen. Dann plötzlich, FaZe dreht das Ganze rum. Boah, schön. Stabile Runde, der absolute Anker da unten auf dem B-Spot, um die Runde da wirklich für FaZe wieder zurückzudrehen, umzudrehen und sich die wichtige Piste-Runde auf der City-Side zu sichern. Und das ist der Bananenbuff. Bananenbuff. Aber Olaf Meister. Ich meine, Olaf Meister, hat er den Headshot getroffen? Ja, Olaf Meister hat er auch die Banane. Ja, Kerrigan voll den Bananenbuff bekommen. In den Patch-Notes nächstes Mal bei CSGO. Wir nehmen den Bananenbuff raus, zu insane auf Nuke. Man darf auch keine Banane vor Inferno essen, um in der Flachwitz-Thematik zu bleiben. Oder Olaf Meister hat den Bananenbuff auf jeden Fall noch nicht bekommen. Poison jetzt hier mit dem ersten Frag. Für Complexity, damit die Situation schon mal stark verbessert. Sie haben nämlich hier auch gegengeforst.
Und ja, dadurch geht's natürlich nochmal eine MP in ihn rein. Ein Spieler weniger bei Face. Also Complexity auf gar keinen so schlechten Weg, hier was anzurichten in dieser zweiten Runde und vielleicht das Ganze auch für sich zu entscheiden. Ja, Complexity sonst noch natürlich mit 4 Deagles, die eine MP9, die sich Poison da einsammeln konnte oder sichern konnte von Olaf Meister. Wir noch einen kleinen Smoke-Vogel aufbauen können. Da übrigens, wir sehen es mit den Smokes, was ich gerade angesprochen habe, Outside, ne, dieses Unwissenheit jetzt für den Gegner erzeugen. Sie haben es versucht, mit Molly so ein bisschen zu stoppen, aber trotzdem bleiben fast jetzt hier reingeschafft. Ja, jetzt Kerrigan. Gucken, wie lange er die aufhalten kann. Kriegt bisher noch keinen weggesprayt. Jetzt kriegt er den ersten weggesprayt, wird aber trotzdem dann gefragt. Hat aber währenddessen Rush auch 29 AP runtergeschossen. Aber Brookie, der wartet da unten schon. Der lungert da unten auf dem Spot. Ja, noch wollen sie nicht drauf committen. Brookie kann da auch wirklich noch was anrichten. Blame F jetzt hier vielleicht auch sehr, sehr wichtig, dass er hier wach ist. Oh, Brookie guckt gerade weg! So, schießt den ersten, nur aber Config mit dem Deagle-Click. Und damit ist es super, super schwierig hier für FaZe die Runde noch zu holen. Und es sieht so aus, als würden sie die zweite Runde, nachdem sie die Pistol-Runde gewonnen haben, abgeben müssen. Ja, nach dem guten Start war das jetzt auch gar nicht so überraschend. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Rain und Twisty nochmal reingehen. Es sieht aber aktuell so aus, als würden sie sich dann doch eher zurückziehen. Und ja, Complexity hat da schon in dieser, sag ich mal, ersten Runde, in der sie auch noch richtig Utility haben, genau das gemacht, was ich erwähnt hatte. Es war jetzt nicht unbedingt entscheidend für die Runde, aber dass sie eben diesen Outside-Fake da gespielt haben mit den Smokes. Und das ist halt, also es sollte in einem Repertoire eines guten Nuke-Teams sein, dass du halt eben um diese Outside-Smokes spielst, egal ob du jetzt wirklich an den Smokes bist oder halt woanders. Aber damit hältst du den Gegner gut auf Trab. Es war auch hier dann nochmal für FaZe so dann schwieriger, die ganzen Engels zu halten. Und ja, die Runde war natürlich halt für sich auch schon vorher entschieden, Complexity. Das heißt entschieden, aber schon mal in die richtige Bahn gelenkt durch diesen ersten Kill von Poison auf Olaf Meister. Und auch Kerrigan konnte diese Runde nicht übernehmen. Also der Bananenbuff vielleicht schon relativ früh abgeklungen, Fragezeichen. Vielleicht haben die anderen auch Bananen gegessen und wir haben es nicht gesehen. Das ist jetzt natürlich noch eine weitere Theorie, die man hier aufstellen kann. Er hat kein Scaling. Bananenbuff hat kein Scaling. Ja, das. Also nach nutzt nur was für eine Runde. Die kannst du ja aussuchen, wann du sie holst. Ne, also Olaf wird auch noch ganz locker irgendwann 3-4K machen und dann eine Runde gewinnen für FaZe. Aber das war's dann noch mit dem Bananenbuff. Eine Runde und das war's. Eine Runde und das war's. Aber sie forst natürlich gegen. Solange du eine Runde, sag ich mal, am Anfang noch abgegeben hast, kannst du noch dagegen forcen. Also ja, das ist der Klassiker. Tennis quasi des Buy-Systems, also immer hin und her, bis einer eben die zweite Runde gewinnt. Und wieder besagte Outside-Smokes. Jetzt haben wir ehrlich, die Smoke war jetzt ja wirklich gerade absolut verschwendet. Also, was soll sich da jetzt trotzdem Blame-F haben? Und damit haben sie natürlich auf jeden Fall mehr Info, dass der Push wahrscheinlich eher wieder Richtung Rampe kommt. Genau ist es dann auch so. Flash nochmal rein, finden aber keinen weiteren CT-Spieler. Brookie könnte jetzt vielleicht einen Config reinlaufen. Hat natürlich in Anführungszeichen nur die Deagle. Config holt sich Rain. Aber Brookie auch noch ein schönes Spot, den aber Brookie gibt ihm den Kopf. Und jetzt mittlerweile auf dem A-Spot mit drauf. JKS hat sich schon Kerrigan geholt. Bombe wird jetzt auch aufgeplantet. Das ist Poison, das Ding plantet. 3 gegen 3 ist es. Brookie steht an der Tür. Rotation von Twist über Secret kommt jetzt. Hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze zu retaken, aber du hast kein Kit. Ja. Mit 3 Flashes auf Seiten von FaZe. Cool, die Utility noch komplexer, die an JKS hat fast volles Utility und steht eben gerade auf Heaven. Das ist sehr, sehr schwierig hier für FaZe noch zu holen. Complexity steht gut, aber Olaf Meister durch die Wall holt sich da den Kopf von Rush. JKS muss sich selbst um in Heaven, findet den ersten und wird dann trotzdem gerefragt. Und das ist ein Easy Diffuse. Und damit holt sich FaZe wirklich diese Runde und das ist eigentlich eine Runde. Oh, ist das ein Easy Diffuse? Ja, doch, okay. Oh, das ist, ja, das. Das ist ein Easy Diffuse. Ja, sie holt sich die Runde, okay. Das ganz easy. Ja, und jetzt sollte es auch wieder in die andere Richtung gehen. Ich meine, Complexity hat auch noch einen Plan gekriegt. Also ich glaube, auch die werden jetzt wieder kaufen. Heilige, oh, das war ganz schön eng und Olaf hier. Wir sehen, so weißt du, das Schmutz. Also, dass du da easy Diffuse gecallt hast. Ja, ich dachte, das war schon easy. Ich hatte das gar nicht mal geschwitzt, habe ich dabei. Boah. Das ist eigentlich kein Problem. Boah, und ich muss jetzt auch noch was schön, ich finde jetzt schon schön die rosa Maus von Poison, die immer erwähnt. Du hast es schon erwähnt, der Chat hat es ein paar Mal erwähnt. Das sind auch Sachen, die können wir nur wieder sehen, dank LAN. Ja, dass wir überhaupt mal wieder die Spieler so in dieser Form sehen. Geil, auch wenn dann die wilden rosa Mäuse jetzt rauskommen. Das ist mir das auch so tausendmal lieber. Ja, die rosa Mäuse, wilden Kerle Teil 8.
Das ist ein cooler Name, die ja. Rosa Mäuse. Also Complexity wieder hier mit dem Buy. Olaf Meister mit dem Opening. Duschi Smoke. Sehen wir vielleicht nachher nochmal im Replay. Also Olaf hat es jetzt gerade. Der Bananenbuff hat ihm anscheinend geholfen, durch Wände und Smokes zu schießen. Du bist echt am Bananenbuff hängen geblieben, kann das sein? Ja, was soll ich sagen, ne? Ich finde Bananen halt auch klasse. Also, du stehst auf Bananen, wir haben es verstanden. Ist eine tolle Frucht. Ach so, ist eine Frucht. Ja, ja. Und die Banane in Inferno, da spiele ich auch gerne. Oh, das stimmt. Bester ja. Spot. Bester Damage-Spot. Aber, ja, gehen wir mal zurück zum Game. Wechsel die. Sind noch nicht ganz sicher, wo sie hingehen wollen. Könnten hier durch die Door pushen, auf den Arsbro drauf, aber ist schwer, denn Kerrigan und Rain, einer auf Pommes, einer immer noch Richtung Heaven. Ein bisschen über Kerrigan da oben. Die Profi droppt jetzt auch noch runter. Jetzt haben sie natürlich die Info, JKS ist ja schon gefallen. Jetzt droppen sie noch Richtung Pommes runter. Kerrigan holt sich auch noch den zweiten und den dritten. Du hast recht, der Bananenbuff. Es ist der Bananenbuff. Und Face holt sich jetzt auch noch die dritte Runde. Face ist hier. Sie machen jetzt die dritte Runde auf dem gegnerischen Map-Pick. Gut, es ist natürlich noch immer die City Side, also dass sie jetzt hier auf der City Side in Führung gehen sollten, wäre nicht allzu überraschend. Ist auch noch immer sehr früh hier in diesem Game. Und jetzt sollte uns eigentlich mal das erwarten, was uns jetzt die zuvorigen Runden nicht erwartet hat, nämlich das komplexe Team E-Code. Das ist das erste Mal, dass sie zwei Runden hintereinander verloren haben. Das stoppt normalerweise die Buys und tut es auch in diesem Fall. Nur Config hat hier überhaupt eine Deal gekauft, sonst haben sie wirklich gar nichts, womit sie arbeiten können, nicht mal Utility. Toll wäre natürlich jetzt für Complexity, wenn sie es wenigstens schaffen könnten, hier einen Plant hinzubekommen. Weil dadurch, dass du halt auch keine Utility hast, ist Outside zu spielen so unglaublich schwierig. Yeah. Aber Config mit einem supergeilen Klick da auf Broki. Wenn selbst der Observer gar nicht damit rechnet, dass er das holen kann, das ist er komplett auf den CT-Spiel wieder drauf. Denkt, ja, dann soll er mit dem Deal. No chance in hell, wenn er das Ding macht. Ja, aber so ein sächsischer Nazi. Nein. Aber Config. Jetzt ja noch Twist, der mit dem Knife in der Hand da um die Ecke zieht. Und Config eröffnet hier einfach immer weiter die Möglichkeiten für Complexity. Aber der Rest seines Teams kann nicht outside crossen, einfach weil sie die Utility dafür nicht hatten und Rain dann halt schon über Heaven rotiert kam. Ja, noch sammelt man sich hier outside. Also, noch nicht komplett durchgehen. Config versucht hier weiter Fresh zu machen, aber Rain findet jetzt den Frag Kerrigan. Oh, Kerrigan, schöner Spader und holt sich den zweiten, kriegt jetzt auch noch den dritten auf Playmath und damit holt sich Face und dann holt sich Face das Full House. Sie haben wirklich alle fünfte abgefahren. Das zwischenzeitlich habe ich nur mal fast dran geglaubt, nach dem Comeback, da wirklich die zwei Kills gefunden hat, aber am Ende holt sich Face hier das 4-1. Ja, vor allen Dingen, weil, hier schön nochmal. Boah, schönes Replay, möchte ich auch nochmal sagen. Also toll, was die ESL uns hier liefert. Ich hatte vor allem dann auch gerade nach dem zweiten von Config dann nochmal irgendwie den Gedanken, dass Complexity das hier holen kann. Einfach, weil er dann auch die AK hatte. Also eigentlich dann ja besser. Aber Kerrigan und Rain räumen da outside einmal alles ab. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht davon gewesen, dass Complexity da wirklich nochmal so geschlossen hochgegangen ist. Weil an und für sich war Face auch oben noch besser aufgestellt. Das wissen sie natürlich nicht. Aber so kam der Grundgedanke, hätte mir jetzt eher gesagt, dass sie vielleicht weiter versuchen, da Richtung Secret zu gehen, weil Config da ja auch einen guten Lauf hatte. Da auch irgendwie die Angles, sag ich mal, alle ein bisschen closer sind, was dann vielleicht mit den Pistols besser ist, aber entscheiden sich für Outside, sie werden dann einmal komplett abgefahren und Face holt sich hier die fünfte Runde, die vierte Runde für sich selbst. Und Base, die baut erstmal wieder recht klassisch auf, wird wahrscheinlich wieder diese Outside-Smokes werfen. Machen sie auch, um da eben wieder diese Fakes anzuspielen können. Es sieht so aus, als könnte da ein Gap, nee, da ist kein Gap, okay. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Molly von Face gekommen, um diese eine Smoke zu stoppen. Also ich spiele es genau wie vorhin, einer da eben in Secret rein. Blame F und der Rest bewegt sich dann irgendwo anders und jetzt ist die A-Seite. Durch die Tor haben wir schon Rain geholt. So, okay, wir gehen auf den Spot, aber JKS gibt dann auch den zweiten Headshot. Hat sich damit alleine gerade den Spot geöffnet. Schon sehr, sehr schwierig hier für Face das Ganze noch zu drehen. Olaf Meister kommt jetzt von hinten. Schönes Self-Flash rein. Config holt sich da den nächsten. Holt sich auch noch Broke. Ja, wunderschöner gespielt von Config und JKS in dieser Runde. Und damit holt Complexity ein wenig auf ein 4-2. Ja, also ich glaube, da schreiben wir jetzt nicht zu früh ab, wenn wir sagen, dass Twist hier nicht mehr den 1v5 Clutch mit Diffuse holt. Vor allen Dingen auch ohne Diffuse-Kit. Let's Twist again. Und, hör auf, du hast. Ist ein schlimmer Oro, wenn du den erstmal hast. Aber jetzt pushen sie ihn. Und sich den ersten auf Config. Versucht natürlich, ihm die Waffe durchzubringen, aber Blame-App, der da durch die Door kommt, kriegt er nicht. Am Ende kriegen sie dann alle Mann plus die Bombe. Und das war auf jeden Fall auch eine wichtige Runde hier für Complexity, einfach um wieder Anschluss zu finden. Mhm. Ich muss gerade sagen, wir haben jetzt gerade mal gesehen, aber Broki hat ein extrem kleines Mauspad, wie ich finde, für einen CS-Spieler. Habe ich jetzt gerade nur mal so gesehen. Kam mir sehr klein vor, aber vielleicht ist meins auch einfach so groß.
Was versuchst du zu kompensieren? Einiges. Du es tut einiges. Mir leid. Dein Arschnitt. Was? Oh nee, da habe ich nicht gebracht. Es tut mir leid. Ja, Config auf jeden Fall. Es macht immer wieder Spaß, ihn zuzusehen. Wenn der wirklich so richtig heiß läuft, kann er auch ein absoluter Starplayer sein. Ich meine, er ist auch sowieso einer der stärksten bei Complexity, sowieso. Sogar der stärkste, meiner Meinung nach. Oh. Und hier gerade auf Nuke hat er wirklich auch einen sehr guten Start. Und dann macht es auch wirklich Spaß, so einen Spieler zuzusehen. Schon wieder, sie nehmen die Outside-Kontrolle, aber diesmal faken sie das Ganze nicht nur an, sondern gehen da wirklich durch Secret durch. Was ich vorher gesagt habe, diese Switch-Ups, die sind wichtig, wenn du mit diesem Smoke spielst. Olafmeister nimmt das Ganze noch ab, aber jetzt zieht er sich zurück und Jake ist der lauert da halt, dass die Rotation kommt von der Rampe runter. Broki. Wir haben einen guten Riecher hier auf bei Face. Ja. Haben auf jeden Fall aber bei Face auch noch zwei Deals. Ist das interessant. Wo Kerrigan? Ja, Kerrigan findet der JKS, ist ein wichtiger Feind, damit kann Olaf Meister einfach jetzt hier runter rotieren, plus du hast eine weitere Waffe in Hand, aber Broki muss jetzt erstmal wirklich Molly rausgeforst. Spot in den ersten, Aimt da wieder zurück und jetzt pushen sie dann doch mal rüber, Blame F holt sich da den Kill. Olaf Meister, aber in seinen Händen, findet Config und jetzt schießen sie einen nach dem anderen über den Haufen. Nur noch Poison am Leben in einer 1 gegen 4 Situation. Sie haben sie nicht mal zum Blenden kommen lassen. Keine Chance. Und das ist natürlich auch nochmal sehr interessant, diese World-Ranking-Diskussion, die wir dann ja auch schon mal so ein bisschen geführt haben, wo Big gegen Sangal Esports gespielt hat. Mhm. Wo natürlich die Platzierung in diesem World-Ranking natürlich weitaus besser war von Big als von Sangal. Das gleiche gilt natürlich auch hier im Match. Also Complexity auch im Grunde viel besser platziert als FaZe mit Platz 12 gegen, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 36. Oh. 36. Und ja, FaZe natürlich einfach auch dadurch, dass sie neuer Core sind, klar, da wirst du auch mal gedownrankt, müssen sie noch finden. Olafmeister findet den ersten Frag. Ja, ich überlasse dir. Hat Olafmeister aber nicht getroffen, holt sich so noch Poison und damit haben sie auch die Bombe da gesehen. Noch werden sie da durch Utility zurückgehalten. Olafmeister! Ich wusste nicht mal, dass man da durchbangen kann, holt sich da den Kill auf JKS. Blame kann zwar Kerrigan einsacken, aber Blame F ist jetzt in einer 1 gegen 4 Situation. Der wird da kaum noch machen können auf dem Spot. Proki mit der AWP. Aber sie haben halt komplett die Situation von Blame, von Olafmeister mit dem Dweekader. Ja, Bananenpower, du. Ja, ist da, die Bananenpower. Das war gerade wirklich eine absolut honest Reaction von mir. Da wurde auch meine Stimme einmal ganz eklig. Huiuiuiui. Ja, aber um zurück zur Diskussion. Also dieser World Rank, der muss nicht immer komplett aussagekräftig sein. Und ich meine, bei FaZe ist ja natürlich auch noch absolut falsch, weil wenn du dir das Talent anguckst, was da allein im Squad ist, dann ist es definitiv kein Platz 36. Meine Fresse, was war das gerade für ein Frag von Olaf? Wie diesen Wallbang jetzt wieder mal. Ja, safe. Der war so saftig. Yo, okay. Gut, dass das lahm ist. Da gibt's die Raucherstimme raus. Absolut Ehre. Ich rauche nicht mehr, also... nicht mehr. Sie kommen auch deshalb nochmal nicht mehr raus, aber Broki trifft den Arbe-Shot nicht. Runtergehauen auf 50 Rain, währenddessen aber durch die Smoke findet auch noch durch die Wall dann den Headshot. Das ist natürlich jetzt gerade nur eine Pisserunde von Complexity. Sie haben gerade nicht das Geld, um da wirklich reinzukaufen. Haben zwar Tiffs gefunden, aber sind immer noch in einer Unterzahlsituation jetzt. Ja, aber Config ist schon Siege durchgekommen. Könnte was bringen. Ich meine, wenn man sich auch die B-Side anguckt, ist da ja rein theoretisch nicht viel los. Ja, und das nochmal schön hier mit diesen beiden Parts der Maps und macht es ein bisschen übersichtlicher. Gerade für die Viewer und natürlich auch für uns Caster. Ich bin gerade wirklich gespannt, wo so das nächste Battle entstehen wird. Wo faced man sich? Also Outside ist natürlich gerade eine gute Chance, dass da vielleicht mal einer in Broki reinläuft. Komm, wir kommen jetzt auch doch nochmal hoch. Also sie schließen sich doch mal lieber nochmal als Einheit zusammen. Brock steht auf einer Position, wo ich nicht erwarte, dass Complexity ihn auf dem Schirm haben. Er sieht die Waffe, zieht rum, kriegt da den Kill auf Poison. Aber er rechnet nicht mit der Garage. Jetzt hier beim rechten Moment zurück, geht jetzt über Heaven. Config endet aber immer noch unten. Jetzt hat er ihn gespottet. Brock zieht rum, wird zwar von der Diegel getroffen, reicht dann aber nicht, um ihn zu töten. Ist aber super low, zieht trotzdem rum. Der Junge hat richtig die Balls. Der hat richtig Balls, zieht rum, kriegt dann wirklich einen Tweaker am Ende noch der Runde. Es war eine Pistolrunde, konnte es damit nicht viel Damage anrichten, keine Bombe planten und weitere Runde hier in die Taschen von FaZe-Clan. FaZe-Clan, nicht FaZe-It, meine Junge. Ja, du machst ja auch Werbung für die Konkurrenz, hör mal auf. Mein Fehler. Nein, alles gut. Ja, FaZe-Clan, auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Führung. Ich meine, gut, die Economy ist noch nicht optimal eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Runden die jetzt so in Folge gewonnen haben.
Komplexi kann jetzt hier aber auch nochmal kaufen. Also wir sehen wieder eine Buy-Round. Diesmal sieht es aus, als würde es relativ schnell gehen. Sie haben sich schon sehr stark in eine Lobby-Richtung A bewegt. Spielen noch nicht mit diesen Outside-Smokes wie sonst immer. Also vielleicht mal ein Take. Etwas anders strukturiert. Sie versuchen mal was Neues, merken halt, dass ihr Ansatz nicht so gut funktioniert. Ja, haben auf jeden Fall diesmal eine komplette Buy-Round, auch eine Menge Utility hier in den Händen. Bei Rain, es gibt noch eine kleine Gap gerade in der Smoke, wenn sie da gerade langsam am Faden ist. Aber JKS liegt da stauweise nicht in diesem Moment rein. Eieiei, war das eine schöne Kamerafahrt. Okay. Da gibt es aber einen Button für, das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ja, trotzdem. Das ist fresh Observer. Ja, es ist fresh, auf jeden Fall, klar. Also wir suchen auf jeden Fall jetzt wieder mit der Outside Wall. Es sieht aber wieder eher nach einem Bait aus, dass alles herausgeworfen wird. Molly wird reingeschmissen von Face. Klar, einfach nur, um diesen möglichen Push zu stoppen. Sind alle oben auf dem Dach? Ja, die... Ja, oh. Oh, ah, nee, das sind Teammates. Ja, das ist ich dann auch gerade. Oh mein Gott. Wir haben gerade beide getrollt, aber jetzt versuchen sie rauszugehen. Kerrigan ist aber keine der Teammates und dann kommt Pommes runtergepusht, holt sich die ersten beiden Kills ab. Ist wäre jetzt umgelaufen worden. Das Spot ist noch nicht ganz gefallen. Olaf Meister ist da immer noch da. Twist ist auch noch zur Stelle und sie töten jeden einzelnen Komplexe, die Spieler. Faceline einfach zu stark auf der A-Side. Was für Weltklasse-Caster, ey. Beide lassen sich hier baiten. Das ist klar. Ja, das sah halt auch so, wie auf ihn draufgeengt. Ja. Das sah halt 1:1 dann aus, als wäre das Gegner gewesen. Aber schönes Bader von Kerrigan. Es war aber auch in der Sekunde einfach völlig fraglich, so wie er da hingekommen sein soll, weil das war ja immer irgendwer in der Lobby, also das war völlig unmöglich. Ja, und wie sich auch noch mal im Chat Wahnsinn, was Kerrigan liefert, stimme ich absolut zu. Ja, der ist absoluter Topfänger hier, nicht nur im Team, sondern auch auf dem Server. Und das vom IGL von FaZe. Ungewohnte Bilder. Also, dass man ihn auf dem Top des Scoreboards sieht, ist wirklich nicht das, was hier alle Tage ist. Und auch schon, jetzt bestimmt schon zum vierten Mal, dass ich hier sehe, Impact Player Kerrigan. Also, der ist hier gerade wirklich sehr, sehr entscheidend für sein Team. 136er ADR, Heide Witzka, der Junge. 8:2 für FaZe. Haben jetzt auch die erste Pause gesehen von wahrscheinlich Complexity Team-Pause. Einfach nur, um ein bisschen zu überlegen, Leute, wir müssen jetzt mit ein bisschen Fuß fassen. Ja, zieht die Seite gegen T-Side, aber wir wollen das Ganze jetzt nicht eskalieren lassen. Es ist nur eine Eco-Runde und sie wollen schnell auf den Arsport JKS. Push durch den Molly, push durch die Smoke. Sie sind schon auf den Spot drauf. Sie wollen das Ganze überlaufen. Kerrigan ist Full-Flash, haben sie geholt. Rush überläuft jetzt auch noch Rain durch den Molly. Dann ist der Arsport jetzt erstmal weg. Nate, boah, bollert hier Rush direkt erstmal aus dem Leben raus. Bomb ist jetzt geplantet. Dann jetzt schon ist die Runde Achievement. Komplexe, die sie flasht sich rein. Olaf Meister hat sich den ersten und den zweiten wunderschön gespielt, Boys. Und letzter lebender Spieler zusammen mit BlameF. Mal sehen, ob sie das irgendwie hinbekommen. Aber die Bombe ist tendenziell nicht für sie geplantet. Doch sie ist für sie geplantet. Poison. Haut den low. BlameF kommt von hinten. Kriegt zwar nicht den Kill. Kriegt aber den Kill auf Olaf Meister. Wird jetzt aber von Pommes gerusht. Und der Rush reicht, um ihn sein Leben an Ende zu bereiten. Faceit kriegt zwar am Ende die Runde, aber der Bombenplan kam durch. Komplexe, die hat eine Menge Eco-Damage anrichten können. Ja, also da hat er vor allen Dingen auch mal wirklich sehr simpel und schnell da einfach reingespielt. Funktioniert halt eben, wenn du den Gegner damit überraschen kannst, gerade weil Complexity halt auch bis dahin ja immer nur sehr langsam gespielt hat. Und er erwischt dann zum Beispiel auch den sehr starken Carry gemacht am falschen Fuß, aber Olaf Meister mit der Hilfe von Brokey, mit der Flash, kommen sie hier wieder zurück auf die Side, können das Ganze auch sehr gut beenden, die Runde wiederholen. Ja, Complexity jetzt gerade ein bisschen vor Problemen. Es ist ihr Map-Pick, es steht 9:2 für FaZe. Sie dürfen diese Map auch vor allen Dingen nicht verlieren, dann ist es nämlich vorbei. Es geht dann zwar für sie immer noch ins User-Bracket und es ist dann noch nicht vorbei mit IEM Cologne, aber klar, wenn man die Wahl hätte, will man sich ja doch schon lieber so früh wie möglich qualifizieren für das Main-Event. Und aktuell sind sie hier auf ihrer T-Side so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie ideenlos unbedingt sind, aber FaZe macht es auch sehr gut. Immer wieder gute Timings, holt da die Frags auch so. Sieht wieder so aus, als wollten sie hier mit Smokes arbeiten, um den Outside-Raum dann zu bearbeiten. Aber Kerrigan kann von hier oben eigentlich noch rüberschauen, falls da was kommen sollte. Ja, Config holt sich Rain und Twist ab. Sie haben sich versucht reinzuflashen. Sie leihen sich dann aber ein bisschen unglücklich beide da auf. Kerrigan versucht jetzt aber Outside zu covern. Und schließt er durch und holt sich Config und Rush durch die Smoke da ab. Die leihen dann nämlich auch noch hoch. Boah. Poison, wichtiger Kill von seiner Seite aus. Bringt das Ganze hier wieder 2 gegen 2 runter. Gleichstand runter. Olaf nimmt mittlerweile hier schon die Lobby ein. Brokey holt sich der JKS. Es ist nur noch Poison. Er müsste das Ganze 1 gegen 2 klatschen. Er hat auf jeden Fall den Skill dafür. Er hat die Ability dafür. Und er würde da jetzt auch gleich in Brokey reinlaufen. Er zieht sich lieber unten Richtung Secret zurück.
Beide Face-Spieler sind noch oben Richtung A. Lauf jetzt bitte nicht den Vent hoch. Danke. Danke. Oh, also ja, jetzt hören sie natürlich... und Steppen, jetzt gehen sie durch den Vent rotieren. Sie hört natürlich beide Steppen, bricht aber jetzt erstmal den Plant. Der Urlaubmeister läuft aber trotzdem rein. Nein, er versucht da zu planten, die Tor. Das ist beide Awe gegen Awe. Den Advantage Molly wird geworfen von Roki, um diesen Plant zu stoppen. Plant geht jetzt trotzdem durch. Er lebt mit 14 AP. Roki hat natürlich gehört, dass der Molly ihn gedamaged hat, dass der Molly ihn gedingt hat. Und er holt einfach direkt die P250 raus. Er zieht. Und er zieht die Bombe einfach eiskalt durch. Puh. Broki. Irgendwann auch, der Junge zeigt Balls. Ich meine eben gerade, er hat dreimal Leute reingepiekt, obwohl er 14 AP hatte, in diese eine Pistolrunde, die wir da gesehen haben von Complexity. Und jetzt zieht er das Ding einfach durch, obwohl er wusste, dass der letzte verbliebene T eigentlich wirklich nur noch low sein konnte nach dem ganzen Molly-Damage. Aber was für ein schönes Liner wieder von Kerrigan. Tut mir auch aktuell schon fast so ein bisschen leid für Complexity. Also die haben hier wirklich ein paar Runden, wo sie relativ nah dran waren, das Ganze dann auch für sich zu entscheiden, so wie hier jetzt zum Beispiel wieder. Aber am Ende dann doch Face ein bisschen mehr Klatsch. Vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr Glück. Oder halt eben so wie Kerrigan jetzt hier mal ein bisschen kreativer, ein bisschen frecher. Und so stehen sie hier absolut verdient auch mit 10-2 in der Führung. Auch wenn natürlich ein paar Runden etwas enger waren. Eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt bei Complexity. Sie, selbst wenn sie Outside-Kontrolle einnehmen, pushen sie nie wirklich komplett durch. Jetzt versuchen sie das Ganze mal. Kerrigan sprayt da runter. Kriegt Blame auf knapp Hälfte AP, Config 76, aber keiner ist gefallen. Jetzt haben sie mal die Secret-Kontrolle komplett eingenommen, wo sie doch mit allen Männern wirklich durchpushen. Also werden erstmal direkt hier von Face gestoppt mit den Smokes, mit der Rotation. JKS ist mittlerweile auch gefallen. Ja, mittlerweile oder aktuell noch nicht so viel gemacht. Auch jetzt gerade ein bisschen gesplittet Config da auch noch. Jetzt hier so versucht, Main den Entry zu finden. Wird dann aber von Twiz und Kerrigan quasi abgeräumt. Kerrigan, der hier den Kill holt. Also nicht viel Chancen jetzt. Oh, Blame F. Rainer dann versucht reinzupieken, wird dann aber trotzdem Kerrigan gestoppt jetzt. Gingen sie trotzdem den Kill rüber auf Kerrigan. 4 gegen 2. Namen sind schwer. Olaf Meister. Lass mal den Push auf den Spot rauf. Also mit der Awe geht vor. Twist aber steht in seinem Rücken. Kriegt damit auch den letzten Kill in dieser Runde. Und Face Clan auf der City-Side auf Nuke. Meine Jüde, mit Namen gerade. Boah. Du hast mich jetzt gerade in der letzten halben Minute komplett verwirrt. Ich habe gerade meine letzten zwei Gegenzellen verloren. Ich habe in der letzten halben Minute nur Namen die ganze Zeit gesagt, weil ich mega den Hänger gerade. Ich glaube, du hattest auch gerade, also ich weiß nicht, ich konnte dem Ganzen nicht so folgen, aber ich glaube, du hast auch gerade irgendwie gesagt, dass Kerrigan Rain gefaced hat und so. Das war richtig wild. Ich habe gerade voll irgendwie für einen Moment den Faden verloren. Ja, alles gut. Entschuldigung, hier raus. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht mehr viel im Kopf, womit ich arbeiten kann, deswegen verwirr das nicht so. Ich will nicht noch weniger haben. Gebe mein Bestes, aber Kerrigan ist hier gespottet worden, versucht noch durchzusprayen, aber die Smoke schafft das Ganze. Kerrigan ist jetzt erstmal tot, aber sie ziehen ja trotzdem rum, Twist findet einen weiteren Kill, holt sie jetzt auch noch den zweiten in der Runde und es ist nur noch Blame After am Leben. Sie kommen auf keinen Spot drauf, egal was sie versuchen. Face ist einfach zu schnell, um sie da zu stoppen. Blame After müsste das Ganze jetzt hier irgendwie 1 gegen 4 klatschen. Es ist gerade Runde 14, also es gibt noch eine weitere Runde. Er spottet da oben Olafmeister. Olafmeister denkt sich, ich muss dich nicht pieken, wir haben jetzt die Info. Leute kommen, können jetzt hier rumziehen. Ja. Das ist einfach ziemlich safe, außer BlameF macht jetzt hier einen wirklich auf Gott. Also, die 12. Runde für Face. Das wäre sein absolutes Play des Lebens, wenn er das jetzt hier macht. Na. Heute nicht. Nee. Wann anders mal vielleicht. Nee, lieber ein Rückwärtszieher von Heaven runter. Kann man auch mal machen, ne? Also. Kann man auch mal machen. Auf jeden Fall guter Bauchklatscher. Ja. 9 von 10 von mir. Naja, also auch mit, sag ich mal, dieser schnellen Aggressivität. Face bleibt hier eiskalt, Fenty Frags räumt Complexity komplett ab. Und ja, ich muss sagen, also eine dritte Runde wäre schon nicht schlecht, Jungs. Also ich meine, das ist so oder so schon nicht das, was man sich wünscht, gerade nicht auf seinem Map-Pick. Aber wenn sie nur mit 2 Runden rübergehen, dann sehe ich wirklich fast gar keine Chance. Da muss ja nur die Pistole mal verloren gehen, ist schon vorbei. Oh, Kerrigan pusht jetzt auch Outside hier durch. Einer steht hinter ihm, den hat er steppen hören, holt sich dann den ersten, aber Rush schießt in den Rücken. Das ist tendenziell aber immer noch alles machbar jetzt für Complexity. Denn eigentlich hilft das Complexity, weil einfach jetzt weniger CDs da sind, um das Ganze abzuaimen. Aber Rain spottet Poison's Head da in der Smoke. Und Twist wieder diese gleiche Pose, holt sich der Rush ab schön. Und holt sich Config ab. Und damit ist die Runde eigentlich schon direkt wieder durch. Nur noch JKS, der da gerade eben noch am Leben war, bis er da abgeholt worden ist. Und 13-2 für FaZe Clan. Eine absolut dominante CD-Performance.
absolut dominante Zielperformance. Kerrigan hier bislang der stärkste Spieler vom FaZe Clan, der hier mit dieser Riesenführung in die Halbzeit geht. Und mit dieser Halbzeit gehen wir auch in eine ganz, ganz kurze Pause. Ihr seht hier noch kurz die Highlights, danach 2 Minuten Pause, dann sind wir wieder da in der zweiten Half Minute. Also bis gleich. Today with an 8 set to get you down seeker. This is a set piece you will see most pro teams run, with some variants here and there. You will need 3 future pros for this execute and 3 smokes total. Future pro number 1. You will need to line yourself up with the middle of this part of the front, in just out to the left of the bottom left of the right hand. Then jump throw this one. Future pro number 2. Jam yourself into the corner of this ball. Aim above the bracket on the silo and line your cluster up to the top of this bed. Then simply jump throw the smoke. Future pro number 3. You'll be throwing the close smoke. To throw the smoke, hook the right wall while running and aim just above the first fence post and throw. If done correctly, you will have an easy access to secret, but remember, always have someone watching the play. Und damit sind wir wieder da hier aus der Pause. Zweite Hälfte geht los. Zwischen FaZe und Complexity hier bei IM Cologne bei den Play-Ins. Und ja, FaZe war bislang absolut dominant. Auf dem Mapic hier von Complexity. Mein Name ist Matt Seitz und an meiner Seite immer noch der gute Fini. Moin, freut mich, dass wir wieder dabei sind. Du hast gerade eben schon gesagt, 13-2 gerade für FaZe, für den FaZe-Clan gegenüber Complexity auf Nuke. Und oh, Kerrigan verzaubert mich, ja, sicher. Der weiß es. Der ist stark gerade. Der guckt mir in die Seele. Der will ihm, dass ich ihm gerade eine frische Banane bringe. Gib mir mehr. Ja, der Banane war voll aktiv beim IGL. Der ist absolut der Top-Fäger. Das lag daran, ich weiß nicht, wenn ich nächstes Mal irgendwie selbst ein Match habe, dann weiß ich, was ich vorher snacke. Aber es geht jetzt hier wirklich in die zweite Hälfte. Complexity muss jetzt schon wirklich gewinnen und es ist halt wirklich FaZe, ist auf dem Matchpoint. Mhm. Und so startest du natürlich gut erstmal rein. Poison holt sich Reigns Kopf. Aber jetzt pushen sie erstmal hier auf die Rampe. Config mit weiteren Headshot auf Fist. 5-3. FaZe muss jetzt irgendwie versuchen, ihn den Spot schnell einzunehmen. Kerrigan battelt sich damit Rush bisher, findet aber keine. Den Frag. Ja, Poison aber jetzt auch noch den zweiten schon auf Kerrigan, findet er noch den dritten bisher noch nicht. Kriegt er jetzt gleich einen Urlaubmeister und Broki rein. Mal sehen, ob er da was weiteres findet. Den Jump-Hatcher findet er nicht. Jackie S. aber jetzt mit 2 weiteren Kills. Urlaubmeister Broki. Und so muss auf Seiten von Complexity in die Pistolrunde rein starten. Cleanes Ace. Also Team Ace. Ja. Genau das, was Complexity jetzt gebraucht hat. Ich meine, gut, wenn sie die Runde verloren hätten, dann sehe es schon sehr, sehr düster aus. Und
Ich glaube, das darf man jetzt auch so ein bisschen nicht vergessen, auch wenn es natürlich jetzt sehr dominant war von FaZe, was sie hier auf der City-Side gezeigt haben. Es ist natürlich immer noch eine brutal City-Side-Map. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass sie jetzt hier strugglen werden, die T-Sets zu finden, aber so wie sie sich selbst auf City verkauft haben, wo sie auch mal diese aggressiven Plays mit Kerrigan gewagt haben und nicht immer nur irgendwie das gleiche Status-Setup gespielt haben, würde es mich halt schon schockieren, wenn FaZe jetzt hier nicht den einen oder anderen Plan hätte. Ja, die planen gerade erstmal, wir wollen Outside Control einnehmen. Wir haben die Smokes und auf jeden Fall eine Smoke-Wall aufzubauen. Twist holt sich jetzt sogar nach Poison, aber Blame durch die Smoke holt sich Twist und Brokey da ab. 3 gegen 4. Starker Spraydown von seiner Seite aus. Er bringt dadurch sein Team in die Überzahl. FaZe natürlich auch in dieser Runde geforst, wie wir es schon so oft sehen aktuell, dass nach dieser ersten verlorenen Pistolrunde halt gegengeforst wird. Mittlerweile Meta. Früher war das ja nicht so, da hat man wirklich voll geecoed, aber mittlerweile macht wirklich fast jedes Team. Also es ist schon fast schockierend, wenn du ein Team siehst, das es nicht tut, wie ich finde. Finde ich aber noch gut, wenn man bei CSGO über Meta-Changes redet, weil das passiert ja halt fast nie. Aber Blame hat jetzt auf der typischen Position, die Twist letztes Game immer eingenommen hatte. Ja, kann auch ganz gemütlich sich noch den zweiten Kill da securen. Mit der M4 hast du natürlich einen riesen Advantage da. Nur noch Urlochmeister und ich glaube, den haben sie da gerade sogar gespottet. Ja, und wir geben den Double Headshot und ein weiteres cleanes Team ist hier von Complexity. Also die haben, glaube ich, auch gerade so einen Bananen-Chips haben sie bestimmt gerade gesnackt in der Pause. Sag ich dir. Irgendwas einfach Schnelles. Wobei, so eine Banane kannst du dir doch in ein paar Minuten auch schnell reindrücken. Ja, aber Bananen-Snacks, die halten länger, weißt du? Ah, okay. Haben ein längeres Scaling, sag ich. Ja. Nee, längeres Scaling ist das natürlich auch dann eben mit diesem Gegenkaufen, weil dadurch jetzt die Eco kommt. Ich persönlich muss auch sagen, dass ich es selbst auch gerne mag, so das Ganze, weil du dann halt quasi auch jetzt siehst du, sie können mal ein bisschen kaufen oder du hast halt dann in deiner ersten Gunround mehr Utility. Blame pusht outside, holt sich auf den zweiten Kill. Roki ist mittlerweile wie ein Shish-Kebab da verbrannt und ist das dritte komplette Teammates in Folge in favor of Complexity. Es läuft gerade. Ja, läuft. Natürlich jetzt auch nicht überraschend, also nach der Pistol Round, dass man dann die Folgerunden holt. Das sollte immer das Ziel sein. Complexity erfüllt das hier, bringt den Stand dadurch zumindest schon mal wieder auf was nicht mehr nach einer völligen Klatsche aussieht. Es ist immer noch eine Klatsche, wenn FaZe jetzt hier die letzten drei Runden holt. Aber ja, so ein 16-2 sieht auf dem Scoresheet, finde ich, dann doch nochmal um einiges übler aus als ein 16-5. Was ist so für dich der Punkt, ab wann das eine enge Partie war? Für mich ist das so ab 16-12 so. Ja, sobald du, also wenn du gerade so ein 10 noch bist, dann kann das immer noch eine sehr einseitige Partie gewesen sein. Aber sobald du so 16-11, 12-13, das ist close. 14 ist halt wirklich hauchdünn. Ja. Aber sie eben, wie viele Rundenkomplexe die jetzt für sie sichern werden. Aber das waren, glaube ich, einfach wichtige Runden auch für Komplexe, die nicht nur natürlich, um FaZe weiterhin von diesem Matchpoint abzuhalten oder auf die 14. Runde kommen zu lassen, ist ja dann noch nicht ganz Matchpoint. Aber auch einfach, um, glaube ich, wieder so ein bisschen Confidence zu holen, weil es ist natürlich dein Map-Pick. Du weißt, wenn du die Runde verlierst, du hast die erste Map schon verloren, dann geht es automatisch direkt ins Loser-Bracket rüber. Deshalb ist es wichtig, dass du wieder ein bisschen Confidence holst. Und ich meine, wie kannst du dir besser Confidence holen, indem du drei Runden in Folge keinen einzigen Member verlierst und jedes Mal gewinnst? Also. Ja. Aber jetzt ist erst die Waffenrunde. Ich bin gespannt, was FaZe-Plan jetzt hier zu bieten hat, was sie vorbereitet haben. Du hast ja gerade eben schon angesprochen. Die sind auf jeden Fall bereit dafür, etwas aggressivere Sachen zu spielen, ein bisschen fantasievoller das Ganze anzugehen. Bin gespannt, ob wir das hier direkt schon sehen werden oder ob sie sich solche mehr so Hail Mary-Plays oder aggressiveren Plays dann für später aufheben sollten. Ja, also erste Gunrun natürlich jetzt auch entscheidend, um, sag ich mal, die richtige Route dann für FaZe einzunehmen, aber auch für Complexity. Da können sie dann weiter ins Rollen kommen und sich dadurch dann vielleicht auch danach nochmal eine extra Runde bescheren, um das nochmal enger zu machen. Jede Runde, die sie halt überstehen, ohne einen Fehler zu machen, also die dann halt eben so bleibt, dass FaZe bei 13 bleibt, ist natürlich für sie Gold wert. Wer sich jetzt wundert, warum es gerade so ein bisschen dauert, es ist kein Tactical Timeout, es ist ein Technical von FaZe. Also irgendwelche technische Probleme da bei einem der FaZe-Spieler. Das Schöne ist jetzt immer bei technischen Problemen, die Leute sind wieder vor Ort. Deswegen kann da auch immer jemand helfen. Ja, hier kann ja immer jemand helfen, du hast die Techniker dabei. Es können keine Internetprobleme sein. Es können keine Internetprobleme sein. Das ist auch ein Faktor ausgeschaltet, sag ich mal. Es kann auch nirgendwo ein Feueralarm angehen. Ja. Meine Katze springt hier gerade immer die ganze Zeit wild auf dem Schreibtisch und ich habe so Angst, dass sie hier irgendwelche Tasten drückt. Finde ich gut. Na denn, aber deine Katze kommt immer rein, wenn du im Carsten bist. Ja, ist ein bisschen kamerascharf, kamerageil. Man sieht die doch gerade gar nicht. Ja, das weiß sie ja nicht.
Die sieht halt nur hier, dass die Lichter an sind und dass die Kamera leuchtet und denkt sich dann wahrscheinlich, oh, jetzt kann mich jeder sehen. Ich weiß ja nicht, wie sie eine Katze denkt. Vielleicht ist sie einfach lichtergeil. Vielleicht sieht sie das Licht und will einfach unbedingt, naja, ans Licht. Nee, das sind andere Faktoren. Also manchmal, die bringt auch manchmal so ein Haargummi mit, damit spielt sie immer gerne apportieren wie so ein Hund. Also dass ich das dann werfe. Also sie ist jetzt am Anfang dabei. Es sieht aktuell so aus, als würde sie suchen, um das Ganze hier nochmals weiter zu diskutieren. Sucht hier quasi die Bombe, um sie wieder zu mir zu bringen. Aber findet sie nicht mehr. Jetzt, ja, ich gucke auch gerade dabei in ihre Richtung. Sie guckt mich nur fragend an. Ich glaube, wir kommen da nicht mehr auf einen Nenner heute. Aber ich meine, es ist eine Katze, du kommst ja nie auf einen Nenner. Ich komme mit der sehr gut aus, muss ich sagen. Also, wie heißt die Gute denn? Mini, die gute Mini. Ist sie denn wenigstens Mini? Ja, die ist sehr klein. Ja. Aber auch geschrieben wie Mini Maus, ne? Das ist mir auch ganz wichtig, ja. Weil mein Name wird auch immer falsch geschrieben, deswegen lege ich darauf ganz, ganz viel Wert. Warte mal, ist das nicht ein bisschen masochistisch, was du da machst? Ich meine, du nennst Mini und eigentlich ist es Mini Maus und ich meine, Katzen sind jetzt normalerweise nicht so die größten Freunde aller Mäuse. Es geht mir mehr um die Schreibung, ja, Codeboy hier, Maxi natürlich besser als Mini, logisch. Das ist meine zweite Katze, ist ein Kenner. Du hast eine zweite Katze, die heißt Maxi? Maxi hieß aber so, vom Tierheim. Also das habe ich, Mini habe ich selbst genannt, aber Maxi hieß wirklich so. Das war halt einfach random, aber halt sehr passend. Und Maxi ist auch größer, das ist das Witzige. Hast du extra dann, als du den Mini geholt hast, die kleinste Katze genommen, hast du gesagt, so, du heißt Mini und wie du wächst. Ja, nee, das hat man schon gesehen, dass die nicht so groß wird, weil die halt wirklich, die war schon ein halbes Jahr alt und war halt immer noch relativ klein, deswegen war das schon bewusste Namenswahl. Also jetzt gerade auch nochmal viel und schön über meine Katzen gequatscht. Wir können auch gerne noch weiter quatschen. Aber ich habe jetzt gerade die Information gesehen von der ESL, dass es noch keinen estimated Zeitpunkt gibt, wann der Stream weiterläuft. Also es können sich durchaus um eine längere Pause hier handeln. Ärgerlich. Ich finde auch ein bisschen schade. Also das muss man auch sagen, die ESL kommuniziert hier immer alles sehr, sehr gut. Also ja, leider Technik jetzt, endet. Ja, Technik endet. Also das heißt, ich glaube, mit dem Delay 4 Minuten, dann sind wir wieder drauf. 4 Minuten sind wir wieder drauf. Dann weißt du was? Also ich meine, da muss ich dir ganz kurz eine Story erzählen und dann gehen wir hier nochmal direkt wieder schnacken über das Game. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Familienhund von mir heißt Maddie. Wie auch immer. Und ist ein kleiner Bolonka und sie liebt Dönerfleisch. So, ich Döner geholt, ein bisschen gegessen, auf dem Tisch stehen lassen, jemanden weggebracht, zur Tür rausgebracht, Tür extra, sie aus dem Zimmer rausgenommen, vor die Tür gesetzt, Tür zugemacht, rausgegangen, Personen verabschiedet, bin wieder reingekommen. Sie ist durchs ganze Haus gelaufen in den Wintergarten, hat die Tür, die nur angelehnt war, aufgedrückt, ist rein auf den Tisch, um sich dann dieses Dönerfleisch wegzusnacken. Und ich komme rein, erwisch sie und du kannst die Hunde, wenn sie erwischt werden, bleiben sie so angefroren stehen, weißt du? Mhm. Angefroren stehen und guck mich an, das ist so cool. Aber okay, Technical Timeout ist doch schneller, nicht ganz 4 Minuten überbrückt worden und wir gehen jetzt zurück. FaZe führt 13 zu 5 gegenüber Complexity, aber Complexity gerade auf einer doch kleineren Streak. Neben 3-0 Lead, den sie da gerade aufgebaut haben, auch in der zweiten Halbzeit. Mhm. Müssen sie natürlich auch fortführen. Ja, natürlich auch gerade schon komplett ready, weil gerade geschrieben wurde, war gerade so im Hype, den Hype hier aufrechtzuerhalten und irgendwie komplett abzugehen. Aber Gott sei Dank geht das Game weiter und ich muss mich nicht zum Affen machen. Also da auch nochmal ein dickes Danke an die ESL, FaZe und Complexity. Du weißt schon, dass wir die ganze Zeit über Bananen lustig machen und du jetzt sagst, über einen Affen zum Affen machen. Ja, es gibt manchmal so Zufälle, die ich sprachlich erreiche, ohne es wirklich zu wollen, aber... Aber wir sehen auf jeden Fall erstmal hier, wie FaZe, apropos erreichen, es schafft Instinct komplett durchzugehen. Ist noch nicht so ganz tackled worden. Ah, Blamef schmeißt jetzt den Molly, wird gepusht, hat das auf dem Schirm. Rain kriegt, er wird ja gedingt, statt dann Molly. Urlaubmeister pusht den Dor rein und kriegt den Headshot von JKS. 3-5 Situation und Blamef zieht sich einfach zurück. Der kauft so viel Zeit hier gerade für Complexity. Rotieren, Flash kommt rein, er duckt sich weg, kriegt den ersten, zweiten kriegt er nicht, schießt ihn aber low. Kommt er jetzt hochgepusht. Sie müssen halt diesen Bombenplan hinkriegen, aber die Rotation ist mittlerweile schon da. Den Rush steht er jetzt schon mittlerweile auf dem Gehweg. Broki versucht da rein zu pushen, aber ist halt. Er könnte von beiden Seiten gefragt werden. Broki ist jetzt gefallen. Twist hat währenddessen Config geholt. 1-3 Situation. Flash. Dickes Sideset von Twists, aber Poison aimt ihn da ab. Kriegt da den Headshot und Complexity holt sich die nächste Runde. Ja, also FaZe hier noch nicht mit der Antwort auf der CT-Side. Auf der T-Side. Und jetzt werden sie wahrscheinlich nochmal Econ müssen.
Damage macht sich auch sehr schön. Er wird aber, er kriegt viel Damage von Rain. Also Rain war hier nah dran. Ich glaube, ohne den Molly gewinnt er den Fight sogar. Sieht nochmal gut aus für Blame. Und jetzt ist natürlich diese Sache. Also wenn wir jetzt Facey natürlich es wirklich schaffen sollte, diese ganzen Runden aneinander zu verlieren und das Ganze hier nochmal spannend werden könnte, dann wird natürlich der ein oder andere vom Choke reden. Aber ich weiß halt dann wirklich nicht, ob das ein Choke ist. Ja, Rain pusht jetzt erstmal durch die Smoke durch. Man sieht ihn da nicht ganz, jetzt pusht er raus mit der Flash, boah, zusammen, kriegt auch den richtigen Kill auf Jake, es kriegt auch noch den weiteren, ja, yes, er kriegt ihn auf Rush. Am Ende ist es Swiss, denn der securen kann, Poison ist immer noch in Heaven mit seiner AWP. Versucht da rein zu peeken, kriegt auch den Kill auf Brokey, wird dann aber mit der von Reigns Nade aus dem Heaven rausgeforst oder, naja, rausgeböllert, er ist gestorben. Bombe wird geplantet, aber alle drei Spieler von FaZe sind low, haben aber den Mann Überzahlsituation. Haben aber bisher nur eine AK einsammeln können, die ist in den Händen von Rain. Restlichen CD-Waffen, und die sind sie noch nicht rangekommen. Config Oven in Heaven, Blame kommt jetzt gleich am Main. Config weiß natürlich nicht, ob er von hinten gepusht werden kann. Mr. Molly gibt ihn jetzt auf jeden Fall Informationen. Bomb ist halt immer noch im Ticken. Blame F hat jetzt einen auf den Spot gesehen. Nate kommt raus, könnte so viel Damage anrichten. Ja, kriegt aber nicht den Kill. Blame F hat trotzdem Twist weggeschossen. Blame steht hinten an der Box. Sie versuchen es gar nicht. Sie versuchen es gar nicht. Und Rain holt sich trotzdem am Ende noch Blame F an. Config geht in den CT-Spawn zurück. Und FaZe, 14 zu 16, wunderschöne Runde ihrer Seite aus. Es war eine Ego-Runde und sie haben gewonnen. Das Opening war so stark, auch mit dieser getimten Flash. Rain, der sich da direkt an das Edge stellt von der Smoke und so dann direkt auch raus ist, als quasi der Gegner geflasht ist. Es ist schön gespielt von FaZe, kann man nicht anders sagen. Hier sehen wir es nochmal. Rain, er kommt mit dieser Flash aus der Smoke, wo er wirklich ganz vorne steht. Macht er den ersten, hilft und beim zweiten quasi bereitet ihn für Twist vor, ist dann hier auch mit der AK ready. Also ganz, ganz stark als Team. Danke natürlich auch einmal an Sabrina für das dicke Lob. Wenn ihr generell Feedback äußern wollt, gibt's das auch im Forum. Auch gerne Negatives, also auch gerne Kritik. Wir wollen natürlich auch immer noch besser werden, aber über Lob freuen wir uns natürlich auch. Also vielen Dank. Und FaZe braucht jetzt nur noch zwei Runden. Schon mal der wichtige erste Schritt. Ich habe es ja gerade vorher noch mal gesagt, Complexity. Solange sie keinen Fehler machen, kann das hier noch mal richtig spannend werden. Aber jetzt ist der Druck natürlich da. Oh, Poison muss auf jeden Fall hier in den Frag setzen können. Wird aber rausgeflasht. Twist kann da den wichtigen Frag ersetzen. Poison hat er versucht, irgendjemanden off guard zu erwischen mit seiner AWP. Aber sobald du da gespottet worden bist, ist natürlich super schwierig. Und jetzt hat FaZe auf jeden Fall den Map-Advantage oder den Man-Advantage und Outside-Controller. Und können jetzt halt versuchen, Secret reinzugehen. Aber bisher sieht es eher so aus. Wollen sie das Ganze noch langsamer über Outside spielen? Die Map-Advantage haben sie schon ein bisschen länger. Ja, gut. Ja, Versprecher bei Mecha. Nee, hier wird jetzt, also deine Versprecher werden jetzt immer langgezogen. Da finde ich gar keine Konsequenz. Also, bis du keine Versprecher mehr machst. Das ist unmöglich. Also für immer. So viel. Also für immer. Ja, ganz ehrlich, zu Not verspreche ich halt irgendwelche, da sage ich irgendwelche Namen falsch. Ja. Also das ist meine Identität. Ich wünsche mir ja aus persönlichen Gründen wünsche ich mir noch einfach Mirage, du weißt warum. Damit ich Midlane komme. Ja. Es ist uns aber am Arsport rauf zu gehen. Drei Mann stehen da, sogar zwei hinten am Spot. Rain findet den ersten auf JKS. Am Rush auf den Spot gepusht. Rain hat jetzt auch den ersten da geholt. Olaf Meister holt sich Config, der da versucht hat rauszulaufen aus dem Molly. Und FaZe kam mit einer absolut dominierenden Runde. 15 zu 6. Sie sind auf Mappoint und gleichzeitig auch Matchpoint. Ja, das war natürlich jetzt auch gerade ein kranker Push, ne? Der Observer kam gar nicht hinterher so schnell. Sind da gerade die Leute bei Complexity gefallen. Und wenn das wirklich im Observer bei der ESL, wenn der nicht mehr hinterherkommt, heißt es was. Das war unheimlich fix hier, diese vier Frags. Also, ich sag mal, das waren maximal 5 Sekunden. Ich glaube, das ist sogar hoch angesetzt, wo die vier Leute hier gefallen sind. Ja, der Molly dahinter hat sie beide rausgeforst. Rain, wie er da den ersten Kill setzen könnte. Und dann war der Spot natürlich offen. Plus den ersten Frag, den sie outside setzen konnten gegenüber Poisons. Oh, FaZe hat jetzt tendenziell 9 Matchpoint-Runden vor sich. Ist nur eine davon regeln. Ist was. Ist auf jeden Fall gut saftig. Ja. Das Komplexe hat in dieser Runde nicht wirklich viel. Denn zwei Deagles, eine MP9, eine Scout und kaum Utility. Ja, sehr schwierig für Complexity. Gerade dadurch kannst du halt auch nicht so eine Explosion wie jetzt gerade von FaZe in der Runde zuvor halt stoppen. Also die könnten quasi nochmal ein ähnliches Play machen und wären wahrscheinlich ähnlich erfolgreich, einfach weil nichts da ist bei FaZe. Aber JKS jetzt hier wirklich mit einem sehr wichtigen Weg nach vorne, wenn er dann ein bisschen schneller ist. Er muss hier, glaube ich, echt noch ein bisschen Zahn zulegen. Aber Twist checkt's auch. Ah, wobei das Timing könnte jetzt sogar stimmen, wenn Twist jetzt sich mal langsam wegdreht. Aber na, halt, auch JKS da sehr geduldig.
Boys, mit Discout. Mit nicht den Unhit. Wow. Jetzt kriegt ihr einen Headshot auf Kerrigan. Das war ein guter Shot für ihn und ein wichtiger Shot. Und er ist ein absoluter Muskel, aber Twist kann ihn da refraggen. Weil die nicht mehr das Scout antreffen können. Jetzt versuchen sie auf den Arsport drauf zu gehen. Olaf Meister holt sich da Rush. Wieder ein Man-Advantage für FaZe. Arsport ist jetzt eigentlich schon komplett gefallen. Broki wird jetzt von hinten nochmal abgeholt von JKS. Und auf ein 3 gegen 3. Config holt sich Olaf Meister, kriegt aber nicht den zweiten auf Brain. Der kann das Ganze refraggen. Riecht, dass da noch ein weiterer CD stehen könnte. Die Nate hat auch einen guten Damage angerichtet. Bombe wird jetzt geplantet, aber Blaine kommt von Heaven. Oh. Kriegt aber nicht den Eagle-Hatcher und Twist kann ihn da abholen. Weggechoked. Und es ist nur noch JKS 1 gegen 2 Situationen. Sie wissen, wo er ungefähr stehen könnte. Range steht oben auf Pommes. Warte, dass einer auf Pommes stehen könnte. Aber Range steht so, dass er ihn nicht sehen kann. Lehnt er ihn da oben ab. Nee. Aber Rain ist da einfach einen Tick schneller. Und Face It holt sich das 2-0 gegenüber Complexity. Ja, wir lassen euch noch ganz kurz einmal in Ruhe die Highlights genießen, jetzt hier gleich noch reinkommen sollten. Und danach melden wir uns nochmal ganz kurz. Beziehungsweise gehen wir ja noch nicht weg. Aber bevor wir auf unsere Gesichter gehen, können wir uns hier nochmal die restlichen Highlights angucken. Beziehungsweise die Teams jetzt hier, die sich natürlich auch wieder abchecken. Ich glaube, es ist uns gar nicht vergönnt, hier noch die Highlights zu sehen. Ich glaube, es geht schon. Ja, in Destiny. Wir sehen hier nochmal One the Series. Doch, wir sehen nochmal Highlights. Du willst unbedingt Highlights sehen. Ja, ich liebe Highlights. Das zum Beispiel jetzt. Bam! Bam, hat er ihn aber ein bisschen vollgefängt. Ja, das war schon ein wunderschönes Highlight, was wir da gesehen haben. Blame F. Da war auch eine schöne Runde von ihm. Da durch die Smoke durchgesprayt. Da hat er einfach die Bananenpower oder die Positioning von Twitz aus der letzten Runde. Aber am Ende war FaZe dann einfach doch ein Tick zu stark. Ihre Runde war dann einfach zu mächtig, sag ich mal. CD-Runde, sie haben zu viele Runden securen können. Ja gut, und am Ende FaZe, das 2 war eine Schlacht. Nuke wirkte ein wenig eindeutiger. Ja, definitiv. Also FaZe quasi auf dem Map-Pick von Complexity stärker verkauft als auf dem eigenen. Aber auch eben dank dieser starken CT-Side. Ich will jetzt nicht sagen, sie haben auf T-Side gestruggelt, aber wir haben halt gesehen, wenn Complexity da ein paar Runden mehr auf der T-Side hätte holen können, hätte es durchaus ein spannendes Match werden können. So ist es dann halt schnell entschieden und jeder Fehler wird da halt bestraft. Es war halt definitiv zum Beispiel nicht der entscheidende Grund, dass Complexity die Map verliert, weil BlameF dann nicht den Kill auf den Planter findet, den er eigentlich finden muss. Er wird sich da definitiv ärgern, aber trotzdem werden sie am Ende nicht die Map gewinnen, realistisch gesehen. Also selbst wenn sie die Runde gewinnen. Ja. Aber du hast es halt eben nicht mehr den Puffer, dadurch, dass du selbst nicht so gut auf der T-Side warst und dadurch verlieren sie dann auch hier die zweite Map. Ja, ich will da die Stelle einfach nutzen und mich einmal herzlich bei allen Zuschauern bedanken. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Endlich wieder LAN. Endlich wieder da. Ja, wirklich. Also da zeigt sich dann nochmal, welche Teams wirklich stark sind. Und vielleicht kann uns ja FaZe jetzt auch überraschen, nachdem sie ein bisschen gestruggelt haben. Oh nein, deine Kamera ist gerade verschwunden. Deine Kamera ist verschwunden und du hast auch gerade FaZe gesagt. Absolut Legende. Gerade, sag ich ja, when it rains, it poisons. Sag ich dir doch. Ist aber auch schön. Meine Kamera ist weg, ich bin im Hintergrund. Ich bin so abgehoben, ich schwimme dann irgendwo im Hintergrund im All, bin ich dann rumfliegen. Aber generell noch eine kleine Info. Das war natürlich gerade im Best of Three. FaZe Clan konnte das Ganze für sich entscheiden. Damit gehen sie direkt in die Group Stage. Sie haben es durch das Play-Ins geschafft. Complexity oder für Complexity ist die Reise natürlich noch nicht zu Ende. Sie gehen jetzt in die Lower Bracket rein. Und wenn ich jetzt nicht komplett trolle und ich glaube, das tue ich nicht, dann sollten sie morgen gegen Team DLC spielen und der Gewinner davon kommt dann auch in die Group Stage. Das ist richtig. Der Verlierer ist dann allerdings raus bei den Play-Ins. Also Complexity unter Druck. Aber ja, also ein Team von dem Format von Complexity sollte sich im Normalfall da durchsetzen. Naja, genug gequatscht, genug gequasselt. Ich nutze das Ganze, um mich nochmal zu bedanken und mich zu verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Schaltet ruhig ein auf den ersten Channel. Da spielt noch Big. Aber wir werden euch mit dem Raid auch sonst notfalls gleich noch weiterleiten. Ja, Fini, die letzten Worte überlasse ich dir jetzt, wo man auch wieder deine Kamera sehen kann. Uff, hat das wieder mega Spaß gemacht. Ich liebe es ja, das mit dir zusammen zu casten. Wir bringen auf jeden Fall eine Menge bekloppte Sprüche raus. Und by the way, du hast eine frische Halskette. Und jetzt rüber auf Big und euch allen noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. I don't think anybody else going to forget.